Da fange ich jetzt einfach mal an. Ne? Also nochmal, 7.14 ist erschienen vor ungefähr 1,5 Stunden. Ne, könnt ihr immer gerne eure Fragen in den Chat stellen. Erstens, was man sieht, ist Techies is a Captain's Mode. Das heißt, wie soll ich euch jetzt das beschreiben? Ja, das ist auf einer Seite sehr schön für Techies. Nur, das ist ziemlich schlecht für Dota. Also ich bin mal gespannt, weil morgen fängt auch Epicenter an, ob das, sag ich mal, so bestimmte Einflüsse haben könnte. Denn, ja, so, ich kann mich dann auch so ein bisschen an die Zeit erinnern, wo Ichi das halt häufig gemacht hat. Wo es dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen ekelhaft war, wo es dann viel gecombot wurde. Damit, ihr kennt auch diese Combo mit Tast zum Beispiel. Ich glaube, Techies könntest du als Vierer spielen und Duel Offlane. Da könnte ich mir ein paar Combos vorstellen. Also sei es irgendwie mit einem Magnus oder sowas in der Richtung oder mal mit Tiny, was ja momentan auch nur Meta ist, wobei der ist vielleicht auch nochmal genervt worden. Das werden wir aber gleich mal lesen. Aber so ein bisschen in die Richtung könnte ich mir vorstellen, ne, dass er da ein bisschen gespielt wird. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass Techies ein Hero ist, der halt viel Map-Control gibt mit seinen Minen. Ne, also das unterschätzt man immer häufig. Also ist ja nicht so, sondern wenn ihr euch wirklich an das Meta ein bisschen zurückerinnert. Dann wurde, was er auch so gemacht, nicht, dass man jetzt hier überall die Minen hingelegt hat, ne? Nein, das wird so gemacht, dass man erstens auf der Lane gecombot hat, dann bestimmte Heroes auch mit der Task-Combo quasi one-shotten konnte und dann halt viele Minen gelegt hat für die Map-Control. Das heißt, du legst so diese Minen an deine Key-Punkte, sage ich mal, hin. Da haben sie ja noch überlappen können auch, ne? Das geht ja jetzt auch nicht mehr so dolle. Aber dann hast du auch mal diese grünen Minen ein bisschen auf dem Highground drauf geschubst, die haben auch ein bisschen Flying Vision gegeben. Und da konntest du halt die Map gut überwachen. Ne? Und du auch mal eine Smoke zum Beispiel aufdecken, weil du kannst zwar durchsmoken, aber du siehst natürlich auch, wenn die Mine explodiert, ne, auf der Minimap. Also das dürft ihr nicht unterschätzen. Und das ist, sag ich mal, für die Pubs allgemein schon immer Cancer gewesen. Aber im Pro-Game ist es, da geht es viel um Map-Control und halt ein bisschen ums Early-Game. Ich meine, man muss mal gucken, wie sie das machen, ob sie dem vielleicht auch ein bisschen Slack-Game reinkommen lassen. Ich meine, der kann auch farmen, wenn er dann zum Sommer mal Mana Boots Level 6 und ein Soaring hat. Da geht es doch ganz gut, da mit den Minen ein bisschen die Lanes abzufarmen. Also auch effizient, nicht, dass ihnen gleich die Puste ausgeht. Kann ich mir aber vorstellen, dass es dann doch mal ein oder zwei Picks gibt. Ist ja die Frage jetzt schon beim Event, ne, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass jedes Team sein Tengis trainiert hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt. Dass irgendeinen von Liquid habe ich letztens spielen sehen. Ich glaube, mein Kotter hat tatsächlich Tengis gespielt im Pub. Vielleicht dürfen wir uns ja auf was freuen. Vielleicht haben die auch, wurden die befragt zu Tengis, die Pro-Gamer. Und das haben sie schon mal angefangen zu üben. Das könnte auch sein. Ne? Es gibt ja so, dass die Spielehersteller meistens die Pro-Gamer ein bisschen um Rat fragen. Ne? Also sei es jetzt Blizzard hat auch die ganzen Pro-Gamer gefragt damals um StarCraft 2. Und es gab auch schon so Diskussionen zu Dota 2, gab es auch schon so ein paar Ratschläge, ne, von den Pro-Gamern. Aber gut. Was sagt ihr denn ein bisschen zu den Techies in Captain's Mode? Wenn ich nochmal einen Schluck nehme. Gut oder schlecht? Also ich finde es halt sehr interessant, aber ich hoffe mal, dass Dota dadurch nicht sehr langsam wird. Also wenn das so ein bisschen das Resultat wäre, dann wäre es nicht meins. Also ich hätte mich gerne ein schnelles Dota. Also bei mir 30 Minuten Gamelänge reicht vollkommen aus. Ich würde sogar Dota noch ein bisschen anpassen, dass allgemein halt das öfters passiert. Aber ja, ne, weil ich sag mal so, zum Zugucken gibt es halt gute 16 Minuten Games. Es gibt halt lange oder so langgesteckte 16 Minuten Games. Aber ich sag mal so, für den Casual-Spieler sind da 30 Minuten halt perfekt. Ne? Weil du kannst, wenn du zum Beispiel Dota spielst, kannst du ja nicht sagen, okay, ich brauche eine Stunde. Ich brauche eine halbe Stunde oder ich brauche irgendwie 1,5 Stunden. Das ist halt offen. Ne? Und wenn dann du weg musst, ist immer Dota anfangen, irgendwie Kacke. So, kann man, wenn man die Camps, was, wenn die Camps stimmen, auf den zweiten Change sehr schön einmal die. Ja, du kannst tatsächlich damit, wollen wir blocken? Ne, die blocken nicht mehr, oder? Blocken die noch? Nee, ne? Die blocken nicht mehr, die Minen. Das haben sie aber weggemacht. Bitte Techies Naga Archie Game Style Back. Ja, bitte nein. Bitte nein. Die bloggen nicht mehr, ne? Ich kann mich nur erinnern mit den alten Minen. Wollte mal nach Roche Level 1 gehen. Mit Techies, das ging, bevor du Band bekommen hast. Da konntest du. Die haben ja damals auch gestackt und dann konntest du die eine ins Roche-Pit reinlegen, hast den drüber gezogen, hast den gewonshottet. Aber es waren noch ein bisschen andere Zeiten, ne? Aber gut, gehen wir mal ein bisschen. Ja, oder gehen wir runter auf die Items. Skullbasher. Wenn ihr euch zurückerinnert, so ein bisschen an die Casts, die ich gemacht habe, sage ich immer, Basher ist immer so ein Item, das möchtest du nicht kaufen. Weil es halt keinen Schaden gibt. Das ist nämlich ein bisschen doof. Ja, was hat jetzt Herr Icefog gemacht? Da hat es den Mithra Hammer ins, also anstatt den Javelin rein. Das heißt, gibt es 25 Schaden und 10 Stärke. Was ja auf zum Beispiel Nykes 35 Schaden wäre. Nur wegen Main-Attribut und so. Und ja, das kann man durchaus mal machen. Also, Abyssal Blade haben sie jetzt nicht weiter vom Damage nochmal gebufft, weil, ich sag mal, Basher kannst du, ist nice. Also, wenn du so, sag mal, so ein Armlet erstmal Basher-Build machen auf Nykes machen möchtest gegen bestimmte Heroes, wäre es, glaube ich, okay. Aber die Abyssal Blade ist dann so, sagen wir mal, als richtig großes Item, halt schon wieder ein bisschen undamage-lastig.
Ne? Aber ich glaube, Basher ist ganz nah, aber ich hätte bei der Abyssoblade vielleicht sogar nochmal 10 oder sagen wir mal 15 Schaden mehr draufgepackt. Da hätte ich es ganz gut empfunden. Wobei, dann wird es teilweise ein bisschen Cancer. Ne? Also wenn ihr euch nur ein bisschen an die Zeiten erinnert, wo halt wirklich viel ein bisschen gespielt wurde, da wo es dann auch noch ein Sacred drin war, das war schon sehr Cancer. Ne? Also, naja. Es ist halt immer noch ein Item, wo du sagst, okay, wenn ich halt auch die AP ganz gut brauche und halt den Disable brauche, dann ziehst du dir halt eine Abyssal Blade, aber es ist halt ein sehr defensives Item. Ne? Gibt jetzt auch keine Attack Speed, was ja auch nicht vergessen dürft, so 25 Schaden ist nice, aber es gibt halt auch keine Attack Speed. So. Soweit, also wir kommen dann noch, ne? Also ich habe jetzt auch noch nicht so durchgeschaut. Also wir arbeiten uns quasi voran. Ne? Und ich glaube, die Abyssal Blade, die ist dann quasi mit abgehakt. Bash in a Longer Pieces Evasion. Ja. Ja. Ah ja. Aber der MKB weiter. Brauchst du jetzt eine Demon Edge, einen Quarterstaff und einen Javelin? Es gibt 52 Damage und 10 Attack Speed. Und dafür wurden die 60 Pure Damage und Magic Damage gemacht. Das ist tatsächlich recht interessant, wenn ihr euch eine ganz alte. Wenn ihr euch an die ganz alte MKB erinnert, die gab ja Attack Speed. Die gab ja Schaden und die gab ja ein bisschen Attack Speed, aber die gab ja Schaden und die gab ja diesen Mini-Sun. Also war auch Magic Damage, ne? Aber das war halt das Schöne, dass halt diese Bash und zwar mal TPs kennst. Und das haben sie leider nicht wieder reingemacht. Tatsächlich hätte ich sehr, sehr gerne die alte MKB zurück. Aber die war ein bisschen overused. Die ist nämlich auch gekauft, wenn du keine Evasion Gegner-Team gehabt hast. Einfach schon mal so auf Verdacht. Oder halt, was halt so allgemein ein sehr gutes Item war. Ne? Jetzt auch ohne, dass der Gegner da Evasion hat. Aber ja, ich glaube, das ist eine Steigerung. Das Problem ist bei MKB gewesen, du hast es ungern gekauft, weil es halt wirklich ein schlechtes Damage-Item war, was halt nur Attack Speed gegeben hat. Jetzt gibt es halt wieder 52 Schaden, nur ein bisschen, naja, ein bisschen Attack Speed und halt 100 Magic Damage. 100 Magic Damage macht einen Unterschied, weil wenn jetzt jemand mal BKB anhat, geht es nicht durch. Ne? Also das ist ein bisschen, bei Pure Damage ist das durchgegangen, ich glaube schon, ne? Aber Magic Damage geht da nicht durch, also musst du ein bisschen gucken. Aber gut, habt ihr denn noch was? Weil ihr redet gerade so ein bisschen hin und her, aber habt ihr denn noch was zu MKB zu sagen? Also wäre nämlich schön, wenn ihr quasi, also schon untereinander auch, aber auch wenn ihr mal zu da redet, wo ich gerade bin. Ne? Das ist aber schön, Martin, dass du da gerade die gute Unstimmigkeit reinbringst. Ne? Vielen Dank. Und über deine Pubgames weinst. Aber gut, dann machen wir mal weiter mit Maelstrom. Da haben sie jetzt auch einen Javelin rein, anstatt von den Handschuhen. Es gibt keine 25 Attack Speed mehr und Chain Lightning Damage wurde von 120 auf 170 Schaden erhöht und die Procs können nicht mehr evaded werden. Der Bromo könnte mir in 5 Minuten dazu stoßen. Das ist die richtige Wortwahl ist, lieber Bromo. Schauen hat er auch Kinder zu, ne? Man weiß es nicht. Aber gut. Das ist tatsächlich recht interessant. Es gibt da keine Attack Speed mehr, weil du hast halt von Attack Speed profitieren ja auch die Procs vom Chain Lightning, ne? Weil umso mehr Attack Speed, umso öfters kannst du procken. Hat einen Cooldown von 0,2 oder 0,25 Sekunden. Ich glaube 0,2 Sekunden, weil jetzt habe ich mal bei Pango nachgeschaut, weil da geht es ja drum. Also kannst du auch nicht unendlich oft, aber die 25 Attack Speed haben schon gut getan. Also du machst halt jetzt mehr Chain Lightning Damage, weil es halt einen besseren Wave Clear gibt, was aber im Teamfight andersrum teilweise würde die 25 Attack Speed mehr bringen. Weil es da Magic Damage ist. Ne? Also wenn das der Gegner irgendwie ein Chuckernaut wäre oder ein Nikes wäre oder halt eine BKB anhabt, dann bringt der Chain Lightning Damage nicht so viel. Und vor allem haben sie jetzt auch Maelstrom an Mjolnir angepasst, was den Chain Lightning Damage angeht. Ne? Da wurde auch der Attack Speed auf 5 runtergesetzt. Dafür kannst du es halt nicht mehr evaden. Ich glaube, du wirst halt. Wenn du nicht reden kannst, wenn dein. Wie. mein Lutscher. Also, als ob ich schon immer so einen Lutscher verköstigt hätte hier. Aber ich bin gerade ein bisschen überlegen, wie gut mir das gefällt. Weil die 25 Attack Speed sind halt bei Maelstrom schon wichtig und du wirst es halt jetzt einfach immer auskaufen. Weil Mjölnir gibt halt jetzt 75 statt 80, aber da hast du halt immer noch diesen extremen Bonus. Ne? Und das ist dann eigentlich schon kosteffizient. Ne? Bin mal gespannt. Vielleicht wirst du auch eher jetzt, wenn man so ein. Aber es ist auch nicht billiger geworden, ne? Vielleicht siehst du jetzt Maelstrom doch eher so teilweise so ein bisschen als Battlefield-Ersatz oder so, dass du mal sagst, okay, du kaufst eher das ein bisschen zum Wave-Clearen, sehr früh, also irgendwie so Facebook-Aquila Maelstrom und ziehst da deine SMY nach. Könnte ich mir zum Beispiel mal vorstellen, weil halt diese 50 Magic Damage mehr würden dann heißen, du kannst schnell eine Wave-Clearen.
Auf Windows als Maelstrom jetzt sick, das stimmt. Auf Windows hat ja einen hohen Attack-Speed automatisch. Wobei, du hast jetzt auch nicht mehr Max-Attack-Speed mit der Windows seit ein paar Patches, ne? Also du kannst, glaube ich, 100 dazu kaufen. Aber ja, das ist natürlich ganz nice, ne? Weil die ja so einen hohen hat. Theoretisch wäre es auch auf sowas wie ein Ursa ganz nice, wobei es wird ja keiner kaufen, ne? Wisst ihr Bescheid? Oder mal vielleicht so ein Nikes mal wieder. Es gab ja früher mal diese Nikes-Build mit Armlet, SMY, AC, nee, Armlet, Maelstrom, SMY, AC, glaube ich, war es. Irgendwie sowas. Vielleicht kommt es halt immer wieder. Aber gut, muss sagen, das ist so ein Changer, weiß ich noch nicht ganz, wo ich bin. Besonders, ob mir das gefällt oder nicht. Aber dann eher wirklich so ein Farming-Item, ne? Vielleicht auch so ein bisschen für die Range-Cores, so ein bisschen, schon die Melee-Cores haben wir in den Battlefield, vielleicht, dass man das ein bisschen damit reinspielen lassen möchte, dass sie so einen kleinen Ersatz haben. Du kannst halt schneller farmen, dafür gibt es halt keine Attack-Speed mehr. Wie gesagt, also das Chainlining bringt ja nicht viel, wenn du quasi gegen BKB spielst. Aber es hat jetzt nochmal ein besseres Farming-Item geworden. Wobei, man müsste eigentlich gegenrechnen. Weil durch die 25er Attack-Speed hast du dann öfters geprockt. Müsste aber mal gegenrechnen. Ah, gut. Lass mal das mal. Geh mal weiter. Bis zur. Wieso? Ich weiß nicht, wie ich scroll. So. Hör mal auf jetzt. So. Ich kann halt kaum scrollen hier, aber es ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig, Freunde. Also, Battle Fury. Brauchst jetzt ein 300er Gold USP. Das heißt, du brauchst jetzt eine Quelling Blade, dein Perseverance, deine Deem Edge und dann halt nochmal das Rezept. Was auch heißt, dass du einmal das Chicken öfters benutzen musst, weil die Battlefield konntest du dir ja im Secret Shop, wenn du jetzt, sag ich mal, safe laned hast, konntest du ja kurz mal mit Ultimate zum Beispiel rüberblinken oder mit Chaka noch rübergehen und das dir am Secret Shop fertig kaufen, was ja jetzt nicht mehr geht. Also musst du Chicken einmal öfters benutzen und vor allem halt die 300 Gold mehr farben, was jetzt halt für, sag ich mal, nicht so viel klingt. Es soll jetzt auch nur wahrscheinlich ein kleiner Nerf sein, aber anstatt, dass du sagst, okay, du brauchst jetzt irgendwie nochmal zusätzliches Item, was du dir halt im Sideshop kaufen könntest, ne, sagen sie, okay, ein Recipe, musst du Chicken benutzen, dauert vielleicht auch nochmal ein bisschen Zeit, vielleicht ist es nicht frei und du musst halt allgemein ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr farmen. Also eine halbe Minute oder so wird es halt verzögert dadurch auch. Oder vielleicht nochmal ein bisschen Chicken Time. Ne, tatsächlich kannst du teilweise 45 Minuten später haben jetzt. Je nachdem, wie halt das Chicken ready ist. Wenn man es zerlegen kann, ich weiß nicht, also wenn man es bis jetzt nicht zerlegen konnte, sollte man es jetzt auch nicht zerlegen können, weil nichts dabei steht. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Maelstrom zerlegt hat, von daher denke ich mal nicht. Es sind immer so Fragen, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich es noch nie gesehen habe. Aber ich denke mal nicht. Vollmaelstrom ETA gegen Illus jetzt besser? Ja. Also es war halt mehr Schaden, mehr. Ich denke halt da schon, dass es overall ein kleiner Damage-Buff sein wird, oder? Als Item war jetzt auch nicht used, man müsste es halt mal testen. Aber gut, dann schauen wir auf den Blink, Digga. Tatsächlich, das ist so ein Change, den mag ich gar nicht. Also wenn ihr euch ganz lange zurückerinnert, was den Blink, Digga, angeht, der hat damals 2150 Gold gekostet. Und dann hat er ja damals noch Mana gekostet auch, glaube 60 sogar oder 50 oder 60 Mana. Und da haben die Leute ihn halt wirklich nur auf so, sag ich mal, Blink, Digga, Key Heroes gespielt, Sand, King of Shaker. Damals gab es auch noch nicht so viele Heroes. Da wurde mal das Remove die Mana kostet und alle haben angefangen, Blink, Digga, auf einzukaufen. Ne? Also eigentlich, wie sie heute auch ist. Nur da hat die Leute, haben dann so geschrieben, Icehawk, lass den Blink der in Ruhe. Wir mögen den so. Da hat er ihn irgendwann mal 100 Gold hochgesetzt. Das wollten die Leute aber auch schon nicht. Ne? Dann haben sie schon, na, lass doch den Blink der in Ruhe. Wir wollen den halt haben, das macht das Game schneller. So, dann hat er letztens nochmal eine Cooldown hochgesetzt und dann hat er jetzt nochmal eine Sekunde. Was mir persönlich aber nicht so gut gefällt, weil es halt die Mobilität runternimmt. Na, und zum Beispiel auch für Heroes, wie zum Beispiel ein Pack jetzt ein indirekter Nerf ist. Ne? Weil ein Pack ist ein Hero, der geht in den Tiefer rein, der jumpt rein mit Silence, mit Dreamcall, Orb dann. Na, aber er kann halt lange überleben und kommt, überbrückt halt die Zeit bis zum nächsten Blinkdagger eigentlich, ne? Also mit Face Shift, mit Loose Scepter etc. Sand King kann das zum Beispiel auch immer gerne machen. Und es wird halt schwieriger. Also es ist nicht so, dass es jetzt, sag ich mal, wie alle Heroes gleich betrifft. Ein paar Heroes leiden halt, sag ich mal, stärker drunter. Irgendwann ist es dann wieder, hat 2050 gekostet. Alles wird teurer, meine. Hat Omi doch recht gehabt, Freunde, ne? Also Omi hat auch gesagt, okay, das wird alles teurer. Du hast ja wohl recht gehabt. Ah gut, ist halt auch nicht so wichtig. Wenn du quasi Bezug auf LoL nehmen möchtest, ich habe übrigens nie LoL gespielt, also ich kann es dir nicht sagen. Bin mir da jetzt sicher. Ah ja, also ist nicht so mein, ich hätte Blinkdagger tatsächlich gerne so behalten, auch schon vor oder im letzten Dorf. Ah, ich glaube CD haben sie nicht umgedreht, um echt zu sein.
Ich glaube da nicht. Ich glaube, das ist nicht so viel gedreht worden, Gogo. Gut, Beauty ist jetzt nicht so wichtig. Aber wir denken weiter. Mana-Kosten Rescale von 180 auf 120, 140, 160, 180 zu 100. Das heißt, wir denken, 1 ist quasi billiger von den Mana-Kosten und dann skaliert es das hoch. Ja, das betrifft tatsächlich so bestimmte Heroes, wie zum Beispiel Tinker, aber es gibt nicht so viele Heroes, die wirklich den kaufen. Also ist er ja eher so, sei mal, Nischen-Item. Es gibt so Heroes, die spielen es ganz am Schluss. Du hast es ganz, ganz früh sogar auf Timbos aus Last Item gesehen. Wir haben es letztes Mal wieder auf dem Zeus gesehen. Und du kannst es theoretisch auch mal auf einer Pottem sehen, die eine Aggerbild macht und mit Kaya oder sowas, ne? Aber ja. Also ist es jetzt nicht so mal, also ja, ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht so lange drauf drüber unterhalten, ne? Also, ja. Der Level 4, der Level 5, der kostet ein bisschen mehr jetzt noch. Aber gut. Schauen wir weiter. Tatsächlich, das ist so ein bisschen meine unbeliebteste. Also irgendwie haben die das Scrollen hier kaputt gemacht. Aber jetzt geht's. So, Forstev, das habe ich schon gesehen. Das hat mich doch ein bisschen schockiert. Also, Ring of Regeneration instead of Ring of Health. Total Price is still the same. Die Mana-Kosten haben sie von 25 auf 100 gesetzt und die HP-Rack von 5 auf 2. So, jetzt denkt einmal drüber nach, wer kauft sich denn vorwiegend einen Forstiff? Also, du hast halt meistens die Supporter gesehen, die es gekauft haben. Also, allgemein war der Forstiff immer ein sehr beliebtes Support-Item. Es gibt ja immer Forstiff, dann gab es halt Glimmercapes, ne? Dann hast du irgendwie vielleicht nochmal eine Wessel gekauft. Aber sagen wir mal, die bisschen die Items oder ein Blinkdagger. Weil Blinkdagger ist eher was Egoistisches und nicht richtig supporten. Also, entweder Forstiff oder Glimmercape. Du stehst dann meistens so ein bisschen vor der Entscheidung. Was ja auch übrigens ein indirekter Buff für ein Glimmercape wäre, ne? Wenn du sagst, okay, Forstiff ist jetzt so teuer. So, schau doch mal das an. Also 25 zu 100 Mana-Kosten ist halt unglaublich viel. Das heißt, so Heroes wie. Halt, stell dir mal vor, du spielst einen Earthshaker. Ne? Da musst du eigentlich schon Mana-Boots ziehen und nicht wie Twankle und Solring. Weil du brauchst halt einfach den Mana-Pool auch teilweise. Also ich finde das nicht so dolle. Und auch die HP tun den Supporter richtig weh. Weil du, das hat ja doch ein bisschen geholfen, eher drin zu bleiben. Vielleicht auch mal ein Camp zu farmen und dann halt wieder hochzurecken und ja. Also, es ist tatsächlich ein ordentlicher Nerf. Ich bin mir nicht sicher, wieso das unbedingt sein muss. Was übrigens auch wieder ein bisschen indirekter Buff ist, wie zum Beispiel Clockwork oder Tusk, die Leute ja auf Forstiff zwingen. Also, ich bin schon im Discord, lieber Bromo. Schreibt er mich jetzt an? Der Bromo macht sich gerade ein Date mit mir aus, ne? Ist natürlich sehr schön. Sagt ihr denn zum Forstiff, meine Freunde? Mal ein bisschen reinschreiben. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen doof. Die Supporter, besonders die Supporter mit dem Gegen-Mana-Pool sind da doch ein bisschen gekrüppelt. Also ich mag es nicht. Du hast es halt selten auf Kurs gesehen. Du hast halt manchmal so Windrunner, Invoker gesehen gegen Clockwork, weil du halt drauf gezwungen wirst. Du hast auch manchmal Tinker mit Forstiff gesehen, wenn du irgendwie gezeugt oder halt Clockwork spielst. Aber eher selten. Du hast auch mal, naja, du hast dann eine Hörgelpike, weil die Hörgelpike wurde auch gleichzeitig genervt, seht ihr ja. Also auch da, die HP-Rack wurde runtergesetzt von 5,5 auf 2 und die Mana kosten 25 auf 100. Also es ist halt der gleiche Betreff, sag ich mal. Finde ich nicht so dolle, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also gefällt mir gar nicht. Ist auch so ein Item, wo ich gesagt habe, das also wurde schon übrigens schon oft geändert. Früher war ja Forstiff ein bisschen, ich sag mal so, das erste kleine Carry-Item auf dem Incoil. Das hatte damals Attack-Speed gegeben und ein bisschen Damage, na, wenn ihr euch erinnert. Also es hat schon, ist schon ein bisschen zurück. Eher so 5 Jahre zurück. Und dann hat sich es halt Richtung Support geändert und ich fand es sehr gut reinpassend. Es hat ein Mana gegeben, es hat ein bisschen HP weggegeben, was beiden sehr, also was beiden Supporter sehr gut tut. Finde ich schade, muss ich ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also 100 Mana ist auch viel. Also ich dürfte nicht vergessen, du hast da allgemein schon deine Space zu usen und Forstiff usest du auch, sag mal, zweimal im Teamfight. Einmal am Ende und einmal am Anfang. Also es ist richtig, richtig teuer. Finde ich nicht so dolle. Ich glaube, er war natürlich over, bisschen overused, aber ich meine, du hast immer Items, die sag ich mal, am häufigsten used werden. Ist ja die Frage, was kaufst du jetzt? Kaufen jetzt alle Leute den Glimmercape, aber was ist, wenn du unbedingt einen Forstiff brauchst? Ne? Also ich finde das nicht so dolle. Einen Abend gibt Forstiff. Ja, dir auch guten Tag. Aber ich dürfte es natürlich auch ein bisschen erläutern. Ja, der Bromo übrigens da ist, aber nichts sagt. Ja, guten Tag, ich wollte deinen Redeschwall nicht unterdrücken, ja, unterbrechen. Du wolltest meinen Schwall quasi nicht unterdrücken. Dass ich alles aus mir rausschwallen kann. Möchtest du denn noch was zu Forstep sagen, lieber Bromo? Dass ich die Änderung nicht, also nicht sinnvoll finde, vor allem für Supporter halt. Was Was? aber auch nur das gleiche, was du gerade sagtest schon.
Ich finde es tatsächlich ein bisschen doof. Der Gore hat ja gesagt, die haben den CD auch schon mal gepasst. Auch das fand ich schon nicht so dolle. Ich finde das Item, das passt. Also genauso wie Blick Dagger sind so zwei Ur-Items in Dota 2, die man vielleicht einfach so lassen sollte. Weil die halt auch zu den Game gehören und das Game halt so machen, wie es gerade ist. Denn da wirklich. Ist ja nicht mal unlustig. Es gibt so drei Items, die Dota prägen. Das ist BKB, Blink Dagger und Forster, finde ich. Wenn du mal drüber nachdenkst, stimmt das auch. Das heißt, da hat jedem Game drin. Und nicht nur einmal meistens. Also, finde es ein bisschen doof. Aber gut. Helm oder Dominator? AP-Rack wurde ein bisschen runtergesetzt um 1. Du kriegst keine 5 Attack Speed mehr auf den Helden selber, der es gekauft hat. Weil es ja trotzdem immer noch eine Aura gibt. Und das Bounty wird auf 200 Gold gesetzt. Tatsächlich, das ist ein harter Nerf. Also, Dominator war ja auch ein bisschen overused. Ne, das hast du jetzt angefangen, auf jeden Offlaner schon fast zu spielen. Du hast auf Carries das oft gespielt. Ne? Das heißt jetzt eigentlich auf vielen. Ne? Du hast sogar angefangen, auf so, sagen wir mal, Picklore zu spielen, was jetzt auch nicht unbedingt reingepasst hat. Also von der Grundidee her. Und da hat man auch schon gemerkt, das Item ist overused. Was sagst du denn zu den Endo? Würdest du sagen, okay, das ist okay oder ist ein bisschen zu viel? Oder hättest du vielleicht was anderes gemacht, lieber Bruno? Ich glaube es eigentlich, dass es ein bisschen zu viel ist. Also, entweder hätte ich nur eins, also oder nur das Attack Speed runtergemacht, dann wäre es halt eher sowas für Supporter zum Beispiel. Noch eher, aber da ist halt wieder Health Region, ist halt, das ist auch nicht so schlimm meiner Meinung nach, aber die Bounty ist halt relativ nervig. Also 200 Gold, also wie soll ich euch das jetzt mal beschreiben? Was kannst du mit 200 Gold alles machen, lieber Bromo? Ganz viele Mangos kaufen jetzt. Magic Stick kannst du kaufen. Aber ja, kannst du ein paar Worts von kaufen. Also das dürft ihr nicht unterschätzen, besonders. Also man hat schon jetzt viele Dominators gesehen und man hat auch viele Dummy-Creeps gelegt gesehen. Ich glaube, das hat mal bei 100 Gold angefangen, ne? Ich glaube, ganz am Anfang war es mal 100. Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber 200 ist schon eine extreme Zahl. Also das ist schon so ein 2/3 Silla-Bär. Ne? Der gibt nämlich 300. Und da könnt ihr das mal ein bisschen vergleichen, also müsst ihr extrem aufpassen. Wo quasi der Miss Maiko bestraft wird, was er eh schon bestraft wurde mit 125 Gold. Das ist natürlich Bonusgold, ne? Ja, und 200, legt da mal 3-4 Stück, ne? Da bist du reich quasi. Dummy-Creep, größer Position, 5 Support. Das kann. Der gibt auch eine Pin als 200 Gold manchmal. Das ist halt so? Gar nicht so unwahrscheinlich. Also, jetzt darf der Jan Morois quasi nur öfter sterben, ne? Aber was ist, wenn der Jan jetzt einen Dominator baut, auch einen Supporter? Feedet er dann doppelt rein? Er feedet er doppelt rein. Das ist wie so ein kleiner 5. Wie so ein 6. Supporter jetzt vom Gold her. So, Lickens, Oyster zu Dust, ne, von 15 auf 13. Die haben ja das Rezept schon mal teuer gemacht, ne? Wenn ich mich recht erinnere, ein bisschen. Ich finde das Item tatsächlich, ist auch wichtig. Es ist ja, ja. Ja, du siehst es halt, wenn du bestimmte Ultis counter möchtest, sei es Batrider, sei es Beastmaster. Du siehst es auch manchmal, wenn zum Beispiel Morphling, was halt ein cooles Farm-Item auch ist bei ihnen und was halt gut fittet. Also du ja zum Beispiel letztens schlecht empfunden hast, ne? Er hat aber gekauft und dann verloren, ne? Also an sich hattest du ja recht. Kannst du jetzt ja wenigstens sagen, Promo. Kommt nix. Es kommt nix. Ich hab Promo verloren. Also, Discord ist er noch. Vielleicht holte sich gerade eine Leberkasse, ich weiß es nicht. Aber ja, ist halt so eine kleine Änderung. Ich fand das Item jetzt aber auch nicht zu stark, muss ich sagen. Also, früher war es häufiger vertreten, wo das Game aber teilweise ein bisschen langsamer war. Jetzt ist es halt ein sehr defensives Item, das du dir halt kaufen. Roma braucht neue Lutscher, das könnte sein. Aber ich habe tatsächlich meinen letzten jetzt aufgelutscht. Aber das ist halt, sag ich mal, so ein defensives Item, das du dir halt erstmal leisten musst, wenn du zum Beispiel Viva spielst mit Lincoln's First. Na, kennt er ja, also sogar ohne Boots, einmal nur mit einer Aquila. Der PC hat angefangen zu flimmern und hat sich ausgeschaltet. EtherGG, ja, da kommst du halt wieder rein, wenn du dann soweit bist, ne? Aber es ist halt ein defensives Item, was dir keinen Schaden bringt. Ne? Also, man hat es eigentlich. Also, früher ist ja öfters mal als erstes Item gesehen, aber es ist eigentlich kaum noch vertreten und ich fand es jetzt auch nicht mehr so stark. Also, möchtest du halt, wie gesagt, Ultis countern wie Batrider Ulti, Beastmaster Ulti. Ne, oder halt noch andere, die irgendwie durch BKB-Hälfte durchgehen. Oder mal Opening irgendwie verhindern, wenn da Blink Hex kommen könnte oder sowas. Aber ich fand es jetzt nicht so stark, also ich hätte es nicht weiter genervt. Hm. Hätte ich nicht gemacht, sag ich ganz ehrlich. So, der Magic Wand. Der braucht jetzt ein 150 Gold Rezept statt einem Mango. Der gibt jetzt 3 Stats statt 2 Stats und 1,5 AP-Rack. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr so dolle auf der Lane, weil es halt immer die passive AP-Rack gab, plus hat die. Die Stacks plus die Stats. Ja, und jetzt gibt es ja nur noch Stats und 3 Stacks und 3 Stats, so rum. Und dadurch, dass du ein 150 Gold Rezept hast, kannst du es ja auch nicht mehr am Anfang so schön ankaufen. Ne? Und den Mango, du konntest ja immer kaufen, das hast du mal überlegt, du konntest einmal Tangos kaufen, einmal Potion, dann Shield, Mango, Doppelbranch. Und da passt das Rezept quasi nicht mit rein. Ne?
Das heißt, du müsstest jetzt theoretisch einmal das Chicken usen oder du lässt eins von den Items weg, was du aber nicht tun möchtest. Was für einen Safe-Laner vielleicht okay wäre, aber für einen Off-Laner ist eigentlich nicht so möglich. Ich hoffe mal, das könnt ihr mir jetzt bestätigen, könnt ihr mal durchrechnen, aber müsste so sein, ne? Man nimmt Manga doch 100 gekostet, genau, und das Rezept kostet 250, das heißt, er ist auch overall ein bisschen teurer geworden. Und er gibt halt jetzt nicht mehr die RP-Rack, was halt vor allem den Offlanern, finde ich, sehr, sehr wehtut. Und vor allem auch den Supportern sehr wehtut. Was ich jetzt aber wieder nicht verstehen kann. Also das Item war overused, aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Also für mich war es okay. Ist halt wieder so, meine ich, wie sehr, später kommt dann noch der Offlane-Change, ne, mit den Quip-Pullen. Aber ich finde es scheiße. Muss ehrlich sagen, ich finde es einfach dumm. Muss sagen, bis jetzt ist der Patch jetzt nicht so meins. Also Forstev, Blinkdagger, jetzt das noch, Tachys in Captain's Mode. Ist jetzt nicht mein Lieblingspatch bis jetzt, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Ja gut, die Max-Charges wurden quasi von 17 auf 20 erhöht, aber ganz ehrlich, wenn du 17 Stück hattest, das ist schon sehr selten der Fall gewesen, ohne dass es used, ne? Also vielleicht mal gegen Batrider, wobei dann nimmst du es öfters mal, um einfach durchzuspannen, auf dem Batrider drauf. Also es ist wirklich ein sehr seltener Fall gewesen. Und das würde ich schon kaum als irgendwie eine Buff-Änderung ansehen, was wirklich so selten... Wieso komme ich da noch oben? Da drauf? Okay. Ist egal. Ach, ich kann so ziehen. Das ist natürlich nice. Aber ich würde es kaum als Buff-Änderung zum Beispiel ansehen, weil es halt so selten der Fall eintritt. Na, also. Ah, gut. So, eine Mango. Kostet jetzt nur 70. Dafür gibt es quasi noch 0,7 HP-Rack. Ist eigentlich, ja, gibt es noch 125 Mana und der Daily-Bonus gibt jetzt quasi 2 Mangos. Ah, die 2 Mangos, also früher konntest du ja die Mango in den Magic Wand umwandeln, was ja nicht mehr geht. Das Datum vom Patch ist falsch. Ja, stimmt. Da steht Release 24.04. Ja, ist nicht so schlimm. Volvo-Zeit war schon immer ein bisschen durcheinander, ne? Aber gut. Also gut, das mit dem Daily Hero, das hakt man mal ganz schnell ab. Also ich find's allgemein doof, da so einen komischen Bonus zu geben. Jetzt gibt's quasi mal, was gibt's jetzt? Du randomst jetzt, also sag mal, du nimmst der Daily Boss, kriegst du 2 Mangos. Das heißt, du hast 250 Mana und 1,4 HP Rack. Ja, also 0,7 und 0,7. Statt, das ist tatsächlich ziemlich stark, wenn du jetzt so einen Bonus Hero pickst. Wenn du jetzt randomst, kriegst du doch noch irgendwie einen Fae Fire zusätzlich, ne? Dann ist dein Inventar quasi direkt voll mit DP. Also Doppel-Mango, Fairy-Fire plus DP, da musst du nicht mehr viel kaufen am Anfang. Ah, ich weiß halt. Also ich hätte gerne halt die Mango noch gesehen in irgendeinem anderen Item. Also mir hat das mit Magic Wand halt gut gefallen. Jetzt ist es halt so, du kannst es ja auch nicht verkaufen, ne? Also kannst du es auch usen? Ich glaube, wenn du halt jetzt einen Supporter pickst, mal ganz ehrlich, wenn du jetzt einen Supporter pickst, so wie ein Skyrim-Mage und der hat Mango-Tag, dann nimmst du die halt richtig durch auf der Lane, den Offlaner. Ne? Weil dann haust du halt einfach mal 3-4 Space mehr raus. Dann usest es halt und dann ziehst du Mana-Potions. Also ich würde es nicht unterschätzen. Weil es gibt halt jetzt statt, was war es, 175 Mana für eine, gibt es halt jetzt 250 Mana für beide, ne, wenn du den pickst. Macht einen Unterschied. Weiß aber auch nicht, was ich da halten soll von. Ich finde das ein bisschen mit Magic Wand schade. Das interessiert mich tatsächlich nicht mal so sehr. Du hast halt immer eine Mango mitgenommen. Man müsste jetzt mal gucken, ob es Heroes gibt, die, sag ich mal, von diesen 50 Mana Unterschied einen Nachteil rausziehen. Weil wenn, sagen wir mal, du spielst irgendwie gegen Anti-Mage. Ich glaube, Clockwork Hook zum Beispiel kostet 150, ne? Also es wäre zum Beispiel ein Beispiel, wenn du sagst, okay, du hast gar kein Mana mehr. Oder du spielst irgendwie gegen Lion und der saugt dich aus. Dass du dann bestimmt einen Ulti nicht mehr durchbekommst oder so. Das könnte ein paar Mal auch eintreten, dann, wenn du nur eine hast. Also ich weiß nicht. Also es könnte aber, es ist nicht mal so unlegit, ne? Also wenn du wirklich nur eine hast, weil du hast ja dann auch irgendwann Slot-Probleme, da kann sein, dass du bestimmte Space nicht mehr rausbekommst, wegen dem 50 Unterschied. Das wird sogar so der Fall sein. So, Nico, Duration von 50 auf 60, das ist tatsächlich ein ordentlicher Buff. Weiß gar nicht, ob es das gebraucht hätte. Weil Nico ist halt eins der, sag ich mal, seltenen Perches noch in dem Game, was ja auch viele Leute irgendwie nicht wissen. Hey Cam. Von daher fand ich das halt nicht mal ganz nice, ein bisschen reinzubauen. Du hast halt bestimmte Heroes gehabt, wie zum Beispiel, eigentlich Lycan ist ja der, sag ich mal, der klassische Nico-Käufer, ne? Und da hast du halt noch einen Beastmaster, wo auch die Aura ein bisschen von profitiert. Auch die Nico-Buchs dann nochmal hochbufft. Was aber bei Lycan genauso ist. Kannst halt jetzt nochmal länger, du kannst jetzt eher zünden, wenn du, sagen wir mal, du pusht in die 3 Tower, oder du weißt, okay, die Gegner pushen mir gerade selber in die 3 Tower, du möchtest gegen pushen, dann kannst du es halt jetzt nochmal eher zünden, die eine Equipe schneller klären und dann, ne, dass du es halt dann noch zu Tower lang genug hast. Also es ist schon ein ordentlicher Buff, was vielleicht jetzt auch nicht immer einen Unterschied macht, aber ja, das würde ich tatsächlich nicht unterschätzen. 10 Sekunden länger. Also auch so, oder ich benutze im Fight, der Fight wird gewonnen und ich habe sie vielleicht noch für ein, zwei Waves quasi über. Ne? Das ist tatsächlich nicht mehr so bad. Also sei tatsächlich ein ordentlicher Buff. So, Facebooks. No. Oh,
Wenn man die Turnrate wurde improved, das müsste man nachschauen, welche Heroes eine ganz, ganz geringe Turnrate haben. Aber das ist quasi die höchste. Also dann drehst du dich ganz, ganz schnell um. Na, wenn du das mal vergleichst bei Batrider, dann macht er die Turnrate, glaube ich, um 75% runter, dass ihr nur mal wisst, was ungefähr eine Turnrate ausmachen kann. Das ist schon mal ein ganz guter Buff. Der aktive geht, ja, jetzt eine halbe Sekunde länger, von 2,5 auf 3 Sekunden. Und der Bonus von Movement Speed von 24,20 auf 20,60. Ich denke mal, das ist Melee Range, ne? Das ist eigentlich auch ganz cool. Ist tatsächlich ganz nice für die Faceboosts, ne? Weil auch der Effekt ist länger hält. Ich hätte ihn länger, also ich finde das eigentlich besser. Ich müsste mal ausrechnen, ob du damit weiterkommst oder ob die vielleicht sogar die, sag ich mal, die Overall-Reichweite, wo du schneller läufst oder die du da überbrücken kannst, die gleiche ist. Aber den länger zu haben, wenn die Gegner dich chasen, ist ja ganz cool, ne? Also eigentlich wirklich ganz nice für Faceboosts. Ja, auch nicht mehr so häufig gespielt wurden. Es geht eigentlich, ne? So, ja, doch. Ja, aber okay. Jetzt haben wir auch wieder ein paar so klassische Faceboots-Heroes mal zu Powertradern gegriffen. Vielleicht sieht man die dann wieder auf Faceboots. Kriegst du die immer noch wieder Mango auf? Tja. Ich habe noch nie eine Mango gegessen. Außer in Dota. So. Gold-XP. Bounty von Observer Ward Rescaled von 100 Gold zu 100 oder von 100 Gold und 100 XP zu 100 Gold plus 2 pro Minute und 50 XP plus 4 pro Minute. Das heißt, das Deworden im Late Game gibt richtig Schotter und du kannst jetzt auch positives Gold machen beim Deworden. Das ist eigentlich recht interessant, ne? Also, wenn du richtig gut bist beim Deworden, dann holst du dir ein positives Gold raus. Das ist eigentlich wirklich nice für Supporter. Also, das ist so eine Änderung, die gefällt mir sehr gut. Sagen wir mal, du spielst 60 Minuten oder kriegst du 2 pro Minute plus. Das heißt, du kriegst 120, dann machst du irgendwann über 200 Gold mit dem D-Ward. Also über 100 plus, das kann man ja mal machen. Mein, bisschen Money, ne? Das sind nur so kleine Änderungen. Die merkst du wahrscheinlich kaum in-game, aber die haben halt auch einen Einfluss. Das solltet ihr nicht unterschätzen. So, die Sange, Recipe Cost wurde da erhöht um 200. Was ist denn Greater Maim? Was ist denn das? Das habe ich mich vorhin schon gefragt, als ich mal durchgelesen habe. Ist das der. Warte mal. Ist das doch eigentlich nur der Slow, habe ich gedacht, oder? Vielleicht könnt ihr mir da im Chat mal kurz helfen, wenn ich da auch gerade mal Google anschmeiß. Das ist einfach nur der SNY. Also es ist einfach nur das von SNY. Das habe ich nämlich gerade auch nachgeschaut. Das heißt 26% Attack und Movement Slow. Wenn Melee Heroes das benutzen und wenn es ein Ranger benutzt, 13. Na, und du hast dann 40% Chance. Okay. Also es ist dann quasi okay. Und das ist dann für die Helber genau das gleiche. Was aber auch heißt, dass die Helber der 200 teurer geworden ist, was du bei dem Manta anders hast. Da wurde auch das Rezept, dass ich SNY allgemein ist jetzt viel teurer geworden, was ja auch ein bisschen overused war, das Item. Ne? Also du hast jetzt häufig, also ganz, ganz selten noch Manta gekauft. Das haben wir auch, sag ich mal, diese klassischen Manta-Heroes, wie zum Beispiel ein Theoblade, haben angefangen, SNY zu kaufen. Wirst du wahrscheinlich jetzt eher wieder Manta sehen. Ne? Da wurde nämlich das auch ein bisschen ausgeglichen. Leider, also Yasha kostet 200 mehr. Dafür kostet sag ich, das Manta um 400 weniger. Also ich denke mal, Terrorblades wird man jetzt wieder mit Manta sehen. Ja. Ah gut, das war's dann mit den Items. Tatsächlich haben wir schon eine halbe Stunde über die Items geredet. Ich glaube, das könnte noch ein bisschen länger gehen heute. Ah gut, schauen wir uns ein bisschen die Heroes an. Übrigens, wenn ihr immer Fragen habt, am besten highlighten und reinposten in den Chat. Mich würde freuen, wenn ihr da ein bisschen mitdiskutiert. Wird dann auch auf YouTube geuploadet noch, der Patch Talk, wenn ich jetzt meine Kehle nochmal befeuchte. Der Bromo, kommt der wieder oder hat er sein Internet oder sein PC quasi weggeworfen? So, die Bounty Rune. Bonus Gold increased von 2,5 auf 3. Tatsächlich, kennt ihr euch noch die Zeiten, wo du dir mit Eiche, wenn du ein bisschen eine schlechte Lane hast, kaufst du dir eine Bottle und holst die ganze Zeit die Bounty Rune ein? Es war mal, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, aber es ist eigentlich recht interessant. Das heißt, wenn du so einmal so richtig durchfarmst, später, wenn du deinen Armlet hast, dein Radiance hast, dann lohnt es sich ja wirklich, die Bounty Rune aufzunehmen. Das denkt man immer nicht, was eine Bounty Rune ist, aber mit Eiche ist es richtig, richtig krass. Sagst 4 Runen am Start, Rich Boy. Ist es denn, also geht denn das, die Eiche, die Passive, also der Bonus, geht der auch auf die erste Rune?
Also kriegt er quasi das einzige mehr von denen. Wäre natürlich ein bisschen. Ja, kostet 200 weniger, die Manta. Also 200 mehr von der Yasha und dafür 400 weniger. Also ja, kostet 200 weniger insgesamt. Bestimmt. Aber danke, dass du meine Mathematik-Skills quasi. Du weißt genau, ich habe die erste Klasse besucht, ne? Aber danke, dass du das wieder herausstellst, lieber Benno. Ja, er bekommt auch, wenn die Mates den aufnehmen. Okay, das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel jetzt selber nicht. Könnten wir ja mal wieder öfter sehen in Eichi. Ich glaube, letzten. Es gab ein paar Eichi-Picks, da könnt ihr euch noch Witcher Game gegen Liquid zum Beispiel erinnern. Ich finde den Hio tatsächlich okay. Also, es gibt ja diese Armlet into Radiance Build. Und da gäbe es aber auch mal so ein bisschen eine Build, wo du jetzt mal Maelstrom kaufen kannst, wo du ja jetzt wieder mehr Proc, also mehr Chain Lightning Damage hast und dann gehst du ein bisschen Fighting. Envy hat das mal gemacht mit Blink Dagger, also Armlet, Blink Dagger, SMY. Eigentlich, ja, ne, Mjolnir SMY so rum. Dann ist er halt fighten gegangen, hat seinen Stun aufgeladen. Ich glaube, damals gab es aber noch nicht mal die ganz coolen Talents für den Stun. Also könnte man machen. Ne? So ein bisschen fighten gehen, bisschen Pickoffen gehen mit Blink Dagger oder Shadowblade. Und man muss ja nicht immer diese AFK-Farm, Radi-Build machen bis 30 Minuten und dann Six-Sorted sein und drüber fahren. Muss nicht sein, kann aber sein, ne? Ja, Chemical Rage, die HP-Rack wurden ein bisschen angepasst, beziehungsweise auf Level 2 und 3. Von 48 auf 55 auf Level 2 und 56 auf 70 auf Level 3. Das ist tatsächlich ein ordentlicher Buff. Ne? Das wurde mal geändert. Das doch, also der Cooldown wurde ja mal hochgesetzt, weil es gab ja mit Octarine der größte Fall, dass du es eigentlich immer hast und das ist jetzt nicht mehr hundertprozentig der Fall. Also war es jetzt ein bisschen, sag ich mal, damals hattest du auch ein paar Sekunden, aber ist jetzt ein bisschen länger. So, AA war ja einer der 5-Meter-Supporter, die ich immer so gerne aufzähle. So, Chaining Touch Damage rescaled. Ah, ist tatsächlich ein ordentlicher Nerf. Na, auf Level 1 von 30 auf 20, dann von 45 auf 40, dann merkst du es halt noch kaum und dann 60-60 und dann 75-80, auf Level 4 ein bisschen höher. Wobei, da macht es eigentlich kaum noch einen Unterschied. Na? Und Chaining Touch no longer piece of spell immunity. Also das heißt, wenn du zum Beispiel auf den Juggernaut drauf haust oder auf den Nyx, der, sag ich, bei der Laning-Phase, wo er Chaining Touch sehr präsent ist, dann hat es quasi jetzt, ne, keinen Effekt mehr. Ist okay. Ich glaube, AA wurde halt auch gepickt. Also ich glaube, AA ist halt von Icefog als Jungen angedacht, der bestimmte Heroes counter soll. Sei es jetzt ein Alchemist, ein Morphling, ein Huskar zum Beispiel. Und er wurde halt jetzt ein bisschen overpicked auch, hat vielleicht nicht nur seine eigene Nischenrolle mehr eingenommen, sondern halt noch andere, also allgemeine, sagen wir mal, Allround-Support-Rolle, wegen der Lane-Stärke auch, mit Chaining Touch auf drei Heroes. Ist okay. Ne? Also ich mal gucken, vielleicht sieht man ihn jetzt auch nicht mehr so häufig, dafür vielleicht wieder ein bisschen mehr als Counterpick. Ne? Also könnte durchaus sein, würde ich jetzt aber auch nicht als so schlimm empfinden. Wobei, ich finde es eigentlich, ja, man, er war jetzt ein paar Wochen drin, oder vielleicht einen Monat, oder vielleicht so ein bisschen länger. Da wäre es jetzt auch nicht schlecht, wenn mal wieder Anti-Heroes ein bisschen rein. Wieso geht das? Wenn Anti-Heroes reinkommen, wieso ist das Scrollen so buggt? Whatever, Freunde, whatever. Wenn ihr eben schon mal Dann sehen ist es aber wolltet, wie nicht bug. jemand richtig professionell scrollt, schaut nicht hier zu. Schaut irgendwo anders zu. So, Arcworn, Magnetic Field. Das ist übrigens die Angstblase. Wer meine Cast kennt, weiß, ich nenne das immer Angstblase, weil da stellen sich nur die Pussys rein. Der Cooldown wurde reduziert auf 20. Oh Gott. Also, wieso den Hero buffen? Der ist so kürzer. Ne, also, ich mag den gar nicht. Beziehungsweise, ich bin dann immer der arme Supporter, der dann solo gepickt wird. Im Pro-Game ist es immer ein bisschen was anderes, weil dann schaffst du es doch, den Arcworn ein bisschen unter Druck zu setzen. Ne, und dann auch einfach mal selber den zu bestrafen, der Midas, Maelstrom, Beauties, Shadowblade oder sonst irgendwas kauft. Das dauert ja recht lange, ne, bis der wirklich mal online ist. Und im Pro-Game wird er halt gerne mal überfahren. Ne, oder halt ganz schnell weggegankt. Weil er dann doch noch sehr anfällig. Ich finde ihn halt im Late zu stark und ich finde ihn auch auf Level 6 dann, wenn, sag mal, du spielst im 1-on-1 gegen ihn Mitte, dann nimmt er dich gerne mal. Also deck Level 6 und sofort Ulti zünden, dass du dich gar nicht darauf vorbereiten kannst, weil du weißt ja nicht genau, wann er Level 6 wird, ne? Kannst du ja ungefähr abschätzen, weil bist du auch selber da in Richtung 6, ne? Aber ja, das 15. Talent wurde noch gechanged von 3 Sekunden Flux Duration zu 400 Flux Cast Range. Also 400 Cast Range ist halt schon heftiger Scheiß, ne? Also, ja, da kannst du, ja, ich meine 400. Machen wir ganz kurz, ich muss mit den Fingern das kurz abzeichnen. Ja, das ist sehr lang. Also, ich würde Angst haben vor dem Hero an eurer Stelle. Ich würde sogar sehr viel Angst haben. Jetzt will ich mich verschwinde wieder. Also, Benno, ne, 5 Minuten, das ist halt schon sehr billig für mich. Also, das ist mir schon lange nicht mehr passiert, ne, 5 Minuten und dann geht er wieder. Bin mir ein bisschen schlampig. So, machen wir weiter bei Axe. Base Movement Speed increased by 5. Das ist tatsächlich so ein kleiner Buff. Ich glaube, Axe bräuchte auch nicht viel. Ich glaube tatsächlich, das sollte ausreichen. Wir haben ja so ein paar Axe-Picks jetzt mal gesehen. Du kannst ihn halt. Es ist.
Aber ich würde ihn sogar teilweise mal in der Mitte ein bisschen probieren, weil er gegen ein paar Heroes doch ganz gut stehen kann, besonders gegen halt gegen Melee-Heroes, weil viele werden ja nicht gespielt, ne? Kannst ihn halt gegen eine Bootmutti zum Beispiel stellen, so als Last Pick. Du kannst ihn auch gegen eine Dragonair, glaube ich, stellen, das soll ganz gut klappen. Ansonsten halt Dual Offlane Hero, was ja auch sehr cool ist mit Battlehanger Level 1, was ihr dann noch die Änderung seht, dass der 75er 50 Mana kosten, also 50, 60, 70, 80. Der Vorteil dabei ist, dass du gerne Battlehanger Level 1 gehst und dann mit dem Supporter, der dir halt zur Seite gestellt wird, einfach auf den gegnerischen Supporter draufklickst. Ich glaube, das wäre ja zu OP, Goro. In der Kürze liegt die Würze. Ja, da wirst du dich auskennen, Mädel. Was sagt denn deine Frau dazu? Aber ich finde, der Hero, ich glaube, der ist jetzt okay. Ich glaube, Icefall weiß auch, wenn der ein bisschen arg gebufft wird, dass er sofort overpicked ist. Der Hero ist gefährlich und ich würde ihn auch öfters gerne sehen. Es ist halt momentan sowieso Trend, eine Dual Offlane zu spielen, erstmal mit dem Faker Supporter. Er ist auch ein sehr starker 1v1-Hero, also ich finde, man könnte den auch sehr früh schon picken. Ja, also du machst es ja ein bisschen. Du hast auch teilweise so ein Offlane-Support, ist so eine Mischung, ne? Also ein richtiger Offlane-Support ist nicht unbedingt, aber er kann ja Crimson Guard kaufen, er kann ja Pipe kaufen, er kann auch einen Forstdurf kaufen, wobei das jetzt für ihn zum Beispiel genervt wurde. Ordentlich, weil der ist nicht den größten Mana-Pool. Aber nur so als Beispiel. Also ich finde den eigentlich ganz gut und ich hoffe, wir sehen den auch in Zukunft ein bisschen öfters. Hast du auch ein Disable, ein AOE-Disable? Der durch BGB durchgeht, was unglaublich krass ist. Also tatsächlich ist der Call mit Duell zusammen der höchste Spell in Dota 2. Geht ja nicht drüber, die negieren sich ja auch nicht gegenseitig. Du kannst jemanden duellieren, der gecallt ist, der dreht sich aber nicht zu dir um. Na, und andersrum genau das Gleiche. Wenn ich eine Frau hätte, würde ich die jetzt zu Tode fangen. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Frau hast. Also, jeder, der von euch über 30 ist, sage ich immer, der hat eine Frau. Ja. Also du hast mir das noch nicht gesagt, Melo, aber da werde ich das jetzt in Zukunft quasi meine Sprüche mit einbeziehen. Du Rindfisch, du Blitz! Ja, das wird dann deine Frau zu dir sagen. So, die Base-Stärke von Bedroyder wurde ein bisschen gebufft. Ja, Bedroyder ist so ein Spezialfall. Also, der ist sehr einfach zu countern auf der Lane, ist aber auch sehr lane-stark, wenn er nicht gecountert wird. Also ich habe auch schon Bedroyder-Lanes gespielt, wo ich mal zwei Leute so nass gemacht habe, dass sie eigentlich abandonen wollten. So mit 5, 6 Kills. Aber es ist halt nicht so einfach. Ne? Also jeder Carry, der ja ein Dispel eingebaut hat, kontert ihn automatisch. Das heißt zum Beispiel Nykes, PL, Slug, ne? Juggernaut. Sag ich, Nykes und PL sind ganz, ganz schlimm. Aber ja, bisschen mehr Stärke kann das für sich vielleicht doch ein bisschen mehr erlauben. Dass er ein bisschen aggressiver spielen kann. Finde ich okay. Ich meine, der Hero war vertreten. Aber ich glaube, es ist noch nicht so, dass er jetzt wieder irgendwie die erste Phase reinrutscht, weil man wirklich so einfach countern kann. Also für mich ist eigentlich Bedroyder eher so ein Hero, den nimmt man als viertes oder fünftes. Ah, jetzt kommen wir weiter auf Platz, Digga. Du hast jetzt mehr Ground Vision, also quasi genau das gleiche AOE vom Spell, nehmen wir mal so hin. Blood Rage Cooldown Reduced von 9. Das müsst ihr kurz nachschauen. Was ist denn die Duration? Dass ich euch das mal kurz sagen kann. Das Interessante wäre nämlich, wenn sie sich. Die Duration ist auch 9. Also, du hast jetzt quasi auf Level 1 9 Sekunden Duration, 90 Sekunden Cooldown. Davor musstest du es halt immer ein bisschen auch höher skillen. Hattest du nämlich auf Level 2 10 und 10. Jetzt hast du halt 9 und 9. Das ist eigentlich ganz cool für den Hero. Ja, es gab ja so ein paar Versuche, ich glaube, Midwon hat den mal gespielt. Aber ich bin da nicht ganz froh, wenn der Hero nicht gepickt wird, weil das ist immer so. Ich fand das Prinzip von der Passiven immer sehr dumm. Also, du bist low, also du spielst das Offlane ein bisschen aggressiver, dass du XP bekommst. Und dann buffst du irgendwie so einen Mitte-Blattsieger oder Safe-Blattsieger oder einen schlimmsten Feind und Jungle-Blattsieger hoch. Das fand ich schon immer dumm. Und ich hoffe mal, wenn der wieder ins Meta kommen sollte, dann sollten sie aber irgendwie die Passive ändern. Ich finde das entweder ein AOE haben. Oder halt irgendwie komplett was anderes reinpacken. Aber ich finde es dumm mit der Passive. Das mache ich gar nicht. So, Hoffentlich Prime kommt er nicht Split, ins Fire. Ja. Kleiner Buff. Ja. Ich glaube, da wollen wir gar nicht viel drüber reden. Ich glaube, Brewmaster ist immer noch einer meiner Lieblings-Offlaner. Der ist momentan nicht so dolle geused, weil es ist halt momentan Meta, seinen Offlane-Supporter zu nehmen. Pitlord zum Beispiel, der ja sehr begehrt ist. Oder Omni-Knight, Abaddon, ne? Da wo ein Axe auch teilweise ein bisschen mit reinpassen würde. Vielleicht ist nicht übrigens für Smack, aber halt für Crimson Guard und Pipe.
Und er ist halt eher so der Hero, der sagt, okay, ich zieh einen Blinkdagger, dann vielleicht einen Vlatsun-Stack, ein bisschen Auren. Ne? Es gab ja sogar mal Versuche, oder die haben auch ein paar Leute gemacht, dass sich einen Radiance drauf gekauft haben. Es war halt alles so ein bisschen Nische. Ne? Aber ich glaube, das ist. Das wirst du halt auch kaum merken, ne? Die bisschen Bonusschaden. Und vielleicht kriegst du mal einen Kill, den du sonst nicht bekommen hättest. Also, es ist halt schon ein Buff. So, Bodenmutti. Also, ganz kurz zur Erklärung: Es gibt auch Spiderlinge und es gibt Spider-Whites. Spider-Whites entstehen aus dem Spiderling. Klingt ein bisschen doof, ist aber so. So, und wenn ihr das euch das mal anschaut, die geben jetzt nur noch 3 Gold und 3 XP. Die Spider-Whites und die Spiderlinge geben nur noch 9 Gold und 9 XP. Also, es ist ein ordentlich viel weniger. Dafür haben die Spider-Whites und die Spiderlinge genau 0 Armor mehr. Ne, das heißt, du kannst zum Beispiel ganz, ganz einfach wegklicken. Na, sie haben ja auch, ich glaube, die Spider-Whites haben ja nur irgendwie so 125 AP. Müsst hinkommen, also grob geschätzt. Ne? Also wie wenn ich zum Metzger gehe und sage, ja, komm, 100 Gramm Leberwurst, dann sagt sie, ja, so ungefähr. Ne? Das soll wenig mehr sein. Ja. So, Spiderling-Damage wird auch wieder zippt von 18 bis 19 zu 14 bis 16. Das sind ungefähr 19% weniger. Spawn Spiderling Mana Cost wurde dafür reduziert von 120 auf 100 und Spawn Spiderling Cooldown reduced von 10 immer auf 10, auf 11, 10, 9, 8. Also die Magic Grease ist halt immer noch da. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Legion Commander spielst, dann musst du halt schauen wegen der Magic Grease oder wenn du halt irgendeinen Supporter rein rotierst, wobei die Magic Grease wichtig ist, weil sonst könnte jeder Supporter oder jeder Core die einfach wegspellen, ne, wenn sie die mehr 50% nicht mehr hätten. Aber du kannst jetzt auf jeden Fall gut weghauen. Das müsst ihr überlegen. Müssen wir überlegen. Welche Space, vor dir im Chat, welche Space machen denn alle Physical Damage? Crystalback macht ja zum Beispiel Physical Damage, der X-Call ist a pure. Gibt schon ein paar Dinge, ne? Das wäre vielleicht auch mal interessant, die dann einfach wegzunuken. Wobei Crystalback geht eher nicht, weil das dauert ein bisschen zu lange. Da ziehst du sie weg. Aber ja. Man soll es mal gehört haben. Also das merkt man auch wahrscheinlich beim Spielen. Du musst ja so eine kritische Masse am Spiderling quasi erhalten. Black Cannon zählt das auch. Ja, Black Cannon ist auch okay. Ja. Ja, Beastmaster, X nicht mehr. X macht Pure Damage, das bin Mysterium. Achso, die Äxte von Okay. Aber Beastmaster stimmt. Also da merkt man es deutlich. Vielleicht sehen wir dann auch mal wieder ein bisschen umgestellt. Stell dir mal vor, so ein Beastmaster wird gepickt und dann Last Boot Body vom Gegnerteam, dann stellst du halt den Beastmaster in die Mitte. Ja. Ich mag Physical Damage. Ja, dein Alter aber nicht mehr so viel, ne? God, this is my wish. Ja, wenn du das meinst. So. Aber ja, also man wird es merken, man hat es jetzt vielleicht auch, wie gesagt, so ein bisschen schwieriger, so eine kritische Masse zu erreichen von den Spiderlingen, weil man die ja doch einfach jetzt vielleicht bei ein oder zwei legen kann. Müssen wir mal gucken, muss man auch selber mal probieren, wie sich das anfühlt. Die jetzt zu spielen. Ja, also hast du schon teilweise gemacht, aber vor allem, weil du die Spider-Whites one-shotten konntest, Promo. Das war sehr schön. Wobei du die auch splitten konntest dann. Aber das Problem ist, wenn du die Äxte nicht gereicht haben, bist du einfach tot. Weil du keinen Stun hast, um dich zu wehren. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also wenn ich, glaube ich, gegen den Bootbooty lane müsste, dann wäre ich gerne Ex, wäre ich gerne Legion Commander. Wir haben auch schon Omni Knights erfolgreich gesehen. Wir haben auch schon Pucks gesehen, wir haben auch schon Pucks gesehen, die verloren haben. Wir haben schon Pucks gesehen, die haben so eine 3-2-0-Bild gemacht und es hat ganz gut geklappt. Batrider hat auch schon mal gut gestanden, aber ich sage über Batrider ist schlecht, weil Firefly zu viel Cooldown hat und du mit Firefly auch die Spelling nicht töten kannst, weil die einfach wegmoven auf dem Netz. Aber ja. Aber bestimmte Matchups wurden auf jeden Fall gebufft und darunter auch Beastmaster. Ja, das ist natürlich dann auch wieder so ein Thema, ne? Du kannst jetzt eigentlich öfters Spiderlinge feeden gehen, weil der weniger Gold geben und XP. Das ist tatsächlich richtig krass. Ihr müsst euch mal vorstellen, es gab vorher 31 XP, jetzt gibt es 9 XP. Du kannst die quasi da wegwerfen. Also ist nicht so, ich meine, das ist ein bisschen krass ausgedrückt. Du kannst sie wirklich dagegen schleudern, den Gegner. Also häufig so, dass du, sag ich mal, 10, 15 Spiderlinge für einen Kill tradest. Wenn man sagt, okay, ich will den Kill haben, da kommt halt irgendein Supporter rein, rotiert, der haut jetzt nochmal den Last Hit auf 10, 15 Stück drauf. Du nimmst den Kill mit und sagst halt, okay, traded. Ja, jetzt geht's halt noch ein bisschen angenehmer. Also die Lane-Stärke an sich, du kannst jetzt einfacher killen mit Physical Damage. Und dafür geben es halt deutlich weniger. Und machen auch ein bisschen weniger Schaden. Also diese Medaillon-Bild, wenn ihr die kennt, die wurde deutlich genervt. Da war es halt 19% weniger Schaden machen, die Spiderlinge. Ja, aber ich glaube, das haben wir auch genug drüber geredet. Jungs, wenn ihr noch über was reden wollt, immer in den Chat posten. Ansonsten machen wir mal weiter mit den Herrn Chen. Hand of God, das ist ja der Ulti. Macht jetzt 250, 250, 375 auf 400 und 500 auf 550. Ist, glaube ich, ja, ist halt eine kleine Änderung.
Also Chen wurde mal ein bisschen genervt, indem du ja die Lane-Creeps nicht mehr zurückschicken konntest am Anfang. Da hast du dir der Offlane ausgeholfen. Pookie hat das ja sehr gerne gemacht zum Beispiel, ne? Der hat auch 5er Chen gespielt. Also ich glaube, das ist so eine Änderung, die wirst du kaum merken, macht bestimmt mal einen Unterschied. Also ein kleiner Buff, weil der Hero halt vorher noch mal ein bisschen indirekt genervt wurde. Nein, nicht schon direkt genervt wurde, aber ihr wisst, was ich meine. So, das Crystal Mädchen, das ist ja immer so ein Spezialfall, ne? Base Armor Increased by One. Ja. Sehr schön, das ist so eine richtig typische Icefrog-Änderung. Und Freezing Field Attack Speed Slow Increased von 30 auf 60. Das ist natürlich ziemlich krass. Ja, würde einen Unterschied machen, wenn du mal versuchst, zum Beispiel mit einem Troll oder so drauf zu bashen, ne, um das zu canceln. Ansonsten sollte der Freezing Field eigentlich oftmals nicht durchgehen. Und also entweder versuchst du herauszulaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass du jetzt im Freezing Field fightest gerade. Also es macht, ja, wobei, wenn es irgendwie reinblinkt und dann castest, stehst du vielleicht so 2 Sekunden drin. Das macht tatsächlich einen Unterschied. Aber was mich bei der Maiden ein bisschen mehr stört, ist halt, dass du auf Level 3 nur Level 1 Frostbite hast, weil du 0-1-2 skillst. Sagen wir, wenn du gegen eine Akku-Dual-Lane spielst, vielleicht 1-1-1. Aber das ist halt vor allem mit diesem Level 1 Frostbite auf Level 3 sehr wenig. Ist das 100% Armor Increase? Nein, oder? Ist echt? Ich wusste jetzt zum Beispiel gar nicht. Ich würde gerne über deine mentale Verfassung reden, Hansi. Ja, fang doch mal an. Na? So, aber gibt's denn noch, ich meine, gibt's denn noch was zur Maiden zu sagen? Also, das hat jetzt nicht unbedingt. Nee, war ein Joke. Wie viel hat sie denn? Jetzt müssen wir natürlich auch sagen, wie viel sie gerade hat. Aber ich denke, sie hat ja 2, oder? Also, sie kommt mir vor wie so ein 2-Armor-Hero. Unterirdisch. Ich merk schon, du willst mir einen gebrauchten. Was habe ich jetzt zu dir gesagt, lieber Koro? Aber wir machen einfach mal weiter. So, Dax hier wurde letztens rüberkommt mit dem Vakuum. Hat jetzt auf jeden Fall einen sehr langen Cooldown dafür, ist halt allgemein vieles ein bisschen gebufft worden von dem Hero. Was der Goro immer bemängelt hat, wo er auch recht hatte, dass er die Einstellung wurde mal geändert, dass anders tickt. Das heißt, es Witch oder Witchwege zu Last Hitten auf der Lane damit und die Mana-Kosten sind ja recht hoch. Diese letzte Darkseer-Hochphase gab es ja, als der Schrein direkt am Anfang verfügbar war, dass du Level 3 erjungelt. Dann mit Einscheiß und bist dann Schrein gegangen und bist mit Zoroing und Level 3 auf die Lane gegangen und hast halt da dann die Lane gespielt. Das ist halt jetzt nicht mehr möglich. So, guck mal, Wall of Great Player Illusions, Incoming Damage. Und 300 auf 200%. Das ist schon mal nicht so schlecht. Und die machen jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Tatsächlich auf jeden Level 10% mehr Schaden. Auch das gefällt schon mal. Und das Auto-Tackt automatisch in hier. Da muss ich ja sagen, also da wird der Darkseer doch nochmal wichtig zum Wombo-Combo-Hero. Also es gibt ja so schöne Kombis, ne, mit Vakuum. Oder dann AoEs dann zum Beispiel so einen Stormhammer reinklatscht oder sonst irgendwas, was immer ganz nett war. Oder wenn da mal eine Black Hole kommt, oder schießt mich tot. Aber ich finde, man hätte ihn ein bisschen die Lane-Stärke wiedergeben können. Weil Einstein ist echt teuer geworden, ne? Der Jungle gab ja früher auch mal mehr. Ich weiß nicht, ich hätte ihn gern in der Laning-Phase wieder ein bisschen stärker gesehen. Ich glaube, er ist zu schwach. Besonders wenn du jetzt immer diese Dual-Offlane spielen musst. Was in den Darks ja vielleicht wirklich auch Farm geben würde, aber wenn es da keine XP gibt oder du halt XP scheren musst, ey, braucht er zumindest mal Level 3, Level 5 dann. Also Level 1 einstellen ist echt für die Cuts. Ich glaube, du könntest es halt theoretisch spielen mit so Bounty Hunter Ricky und dann ein bisschen Invis, ne, oder mal wieder Spiritbreaker reinmischen, gab es auch mal die Combo. Sowas wäre vielleicht noch möglich. Aber ich glaube, so, sagst du jetzt, früher war es immer so ein Allrounder, auf der Offline ist es ein sehr spezieller Pick, finde ich. Na, ich mach doch mal weiter, wenn ihr noch was habt, ne, immer in den Chat posten. So, guck mal, Willow. Batlam Damage wurde da reduziert. 60, 140, 220 alt. Neu 60, 120, 180. Also vor allem Level 3 wurde da um 40 runter und Level 2 um 20 runter. Was aber auch richtig war, das Problem bei der Willow. Wie soll ich das? Warte mal, sehe ich gerade. Die Duration wurde dafür erhöht. Das finde ich wiederum nicht so nice. Beides ist sehr schwieriger. 1,8 Sekunden quasi. Warte mal, Rotation Duration. Warte mal, das ist sogar noch ein Nerf. Wie muss ich denn das verstehen, meine Freunde? Das ist quasi die Zeit, wo diese Fee um dich rumwandert und dann wieder Schaden macht? Ich muss hier tatsächlich jetzt, vielleicht wisst ihr das.
Vom Schaden her finde ich es ja ganz nice, weil du konntest ja mit Willow immer die Leute ein bisschen nicht one-shotten, aber halt mit einer guten Battle-Lamp auch killen, wenn du Blinkdagger hattest. Ne? Oder so Stun drauf, so einen dritten drauf, Use-Scepter herangeblinkt und kurz mal durchgebattlampt. Das fand ich schon immer sehr, 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 sehr komisch, dass es geht. Und das halt für einen vierer Supporter. Ja, Curse Corn gibt's nicht mehr Vision, wenn es denn drauf stand. Auch das ist sehr wichtig. Weil du natürlich den Follow-up bringen möchtest. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt keine Vision mehr hast und du musst deinen Hut schmeißen, weißt du vielleicht nicht mehr genau, wo er stand. Vielleicht kann er da einfach weiter move etc. Finde ich ganz okay. Also ich glaube, der Hero braucht auch einen Nerf. Schauen wir mal, was gibt's noch auf 25. Dafür gibt es jetzt auf 25 statt eine Sekunde Terrorize Duration Adcore 5, was übrigens richtig krass ist. Also du musst erst bei Level 25 werden. Aber ja, also Willow finde ich tatsächlich ganz nice. War auch zu stark. Kann aber trotzdem in Captain Small rein. Der Dessel. Fixed Poison Touch. Okay, das ist so ein kleiner Fix. Aber direkt bei der Death Profit weiter. Die Base HP Rec wurde reduziert von 2 auf 1,5. Sind Sie mein Leberkass-Gott? Wo wissen alle Leute, dass ich für Leberkass esse? Als ob ich das schon jemals gesagt hätte. Ich glaube, ihr stalkt mich. Eindeutig. Geht es mit Maelstrom? Es wurde nämlich vorhin mal gefragt, mit Maelstrom zu legen, die Murius. Also steht nichts dabei, aber ist es dann so eine Faustregel, dass du jetzt zerlegen kannst? Ah ja, gut. Können wir vielleicht gleich noch testen. Die Base HP Rec, ihr könnt euch ja mal erinnern, vor ein paar Wochen, da wurde ja die Restore Time vom Aussaugen erhöht, also von 60, also von 45 immer, und oder fängt bei 60 jetzt an und skaliert dann auf 45 runter auf Level 4. So, das heißt, die Laning-Phase wurde ordentlich genervt, später hat es halt keinen Einfluss mehr und ist jetzt auch nochmal so ein Nerf für die Laning-Phase. Ne? Also, man möchte dann doch ein bisschen diesen dominanten Mitte-Hero ein bisschen langsam wegkriegen, dass er vielleicht auch nur noch situationsbedingt gepickt wird und nicht in jedem, also so First-Phase-Pick, okay, er kann jedes Matchup in der Mitte einigermaßen spielen. Außer jetzt vielleicht gegen irgendwie Viper. Das ist eben in Demo-Mode getestet, also das kannst du zerlegen, weil vorhin noch die Frage kam. Ich stalk dich höchstens in meiner Freizeit. Das ist schön. Ja, das ist wunderschön. Ja, das finde ich sehr schön. Muss ich sagen, Death Prophet Nerf ist halt, das mehr wird man kaum merken, aber es ist halt, sag ich mal, um die Winrates vielleicht 0,5% zu drücken. Also drücke ich es immer ganz gerne aus. Macht einen Unterschied, aber der Hero war halt jetzt weniger vertreten, aber ist immer noch ein bisschen zu häufig. Besonders man möchte ihn vielleicht auch mal weghaben für, sag mal, ein paar Monate jetzt, weil er doch 2 oder 3 Monate so hart im Meta war. Ist okay. Ja. So, Base Damage Increase vom Earthshaker bei 3. Ja, da gibt es tatsächlich nicht viel zu sagen. Macht ihn ein bisschen Nate stärker noch, auch wenn es mal ins Hit-Duell reingeht. Ich bete jetzt zum Bratwurst-Semmel-Gott. Ja, das ist sehr löblich. Ne? Bratwurst-Semmel tut denen gut. Ich bin nur montags bis mittwochs in deinem Schrank. Ha! Ich habe keinen Schrank. Ich habe Regale und Kleider, so Ständer-Dinger. Pech gehabt. Ich überlege, ob ich nicht doch irgendwo einen Schrank stehen habe. Nein, habe ich nicht. Sind noch Plätze frei bei den Com-Games, müssen wir mal schauen, ob wir 5 Leute finden, beziehungsweise 4 Leute finden, weil letztens haben wir es probiert, hat es nicht geklappt. Also reden wir dann nach dem Patch-Talk drüber, wobei das noch ein bisschen dauern könnte, weil wir reden jetzt schon eine Stunde und ich bin erst bei F oder bei E. Nicht bei E. F, wie Flameguard, meine Freunde. So, der Magical Damage Absorbed Rescaled von, oh, das ist tatsächlich recht interessant, weil Level 1 Flameguard war einmal für die Cuts. Weil 50 Magic Damage, die hast du eigentlich immer rausbekommen irgendwie. Na, also Level 1 Flameguard war ganz, ganz komisch. Also das hat man eigentlich gar nicht gebrauchen können. Das war wirklich für die Cuts, wie gesagt. So, wurde jetzt von 50 auf 80, weil das immer noch nicht so viel ist, weil die meisten Spells halt auch über 80 Schaden machen. Gibt aber bestimmt ein paar Beispiele, wo das dann ausreicht, zumindest ein Spell mal abzufangen. Na, also müsste man gucken. Ja, aber es macht vielleicht mal einen Unterschied. Auf Level 4 ist es genau das gleiche. Auf Level 2 nochmal 20 höher, also von 200 auf 220, von Level 3 von 350 auf 360. Also zum vor allem Level 1 ist halt dann im Verhältnis ordentlich gebufft worden. Macht vielleicht mal einen Unterschied. Ist okay. Weil ich Ember, das ist ja immer so eine Frage, spiele ich Magic oder spiele ich Physical? Ich habe ja mal so ein bisschen ausprobiert, so eine Mix-Build zu spielen. Erst mit Veil und dann halt Richtung Battlefield zu bauen. Hat aber nicht so doll funktioniert. Beziehungsweise ich hätte dann immer ein defensives Item gebraucht. Linke war mir zu teuer, da hätte ich irgendwie Use-Scepter kaufen müssen. Und wenn ich Use-Scepter und Veil kaufe, kann ja auch gleich Magic Caster gehen, ne? Psst. Was machst du denn hier?
Geh jetzt einkaufen. Ja, wieso kommst du dann hier vorbei? Weil ich dir noch was erzählen wollte. Ja, ich bin jetzt on air, geht jetzt leider nicht. Das ist übrigens der Norquin. Ja. Ja, ich habe aber gehört, es gibt jetzt einen Norquin 2. Den werden wir dann vielleicht später noch in Aktion sehen. Kannst du dich aber noch an den Stream erinnern, Hansi, wo ich den Danke Merkel und bist du behindert Typ hatte? Ja. Ja, ich spiele gerade ein Spiel und auf einmal schreibt einer im Allchat, bist du behindert, aber nicht wegen mir, sondern der war bei mir im Team. Okay. Das war der Typ. Ja, das ist, also es passt zwar jetzt gar nicht rein. Immer noch. Und du machst quasi die Sendung jetzt ein bisschen, ne, aber. Als ob deine Sendung seriös wäre, Hansi. Ja, aber das passt, also das wollte ich jetzt auch nur auf YouTube stellen. Das ist so, ja, du darfst jetzt gehen wieder. Das war übrigens dieser komische Norke TV. Aber schön, dass er mal da war. Ich war übrigens noch in Discord, weil ich Bomo wieder kommen sollte. Ich bin aber runtergegangen. So, schauen wir auf jeden Fall weiter rein. 10 Chains Duration Rescale von 1 auf 1,5. Und naja, dann, also vorher war es 1, 2, 2, 3. Jetzt ist es 1,5, 2, 2,5, 3. Was ganz cool ist, weil du wolltest dann immer die Level 4 Seeing Chains haben für die 3 Sekunden gut. Vor allem 1 war sehr kurz und das ist tatsächlich ein deutlicher Buff. Jetzt gucken wir mal, sehen wir jetzt noch dieses Damage in. Und die machen overall, zumindest auf, ja, auf Low Level, ein bisschen mehr Schaden. Also ich sag mal so kleine Buffs, was ein Ember halt sehr gut tun. Ich glaube, der Hero ist auch ein Legit, aber er muss halt auch ein bisschen seine. Ja, ein bisschen seine Bild finden oder halt so ein bisschen seine Rolle auch finden. Weil das Ding ist, wenn du Safe Lane stellst, fehlt ja so ein bisschen der Typ, der reingeht in den Teamfight, vielleicht auch mal jemanden rausfokust, weil das ist halt einfach der Ember nicht, außer er macht halt eine Caster-Build. Und in der Mitte ist er teilweise halt wegen dem PMS, das es halt nicht mehr gibt, einfach tot. Und du kannst halt keinen Ember spielen gegen viele Mitte-Heroes, die halt Meta sind. Ne? Also du müsstest dann, wenn dann Last picken und dann in die Mitte gegen ein Matchup, wo er klarkommt. Wahrscheinlich gegen Dragon Knight wird's gehen, ne? Und gegen die anderen ist eher so meh. Weil die halt die ganzen Rage-Cores immer hart drücken. Also wenn ihr momentan Rage-Core in die Mitte stellt oder eigentlich auch Melee, das ist immer ein sehr starker Laner. Also im schlimmsten Fall eine Viper oder eine Shadow Fiend. Dann habt ihr ein richtiges Problem. Aber jetzt sind da so kleine Änderungen, wo man vielleicht sagen kann, okay, ich pick ihn mal wieder. Ja, der ist jetzt draußen, der ist bei Doppelcase mit Pizza. Ist nämlich eigentlich nur reingekommen, um zu stören. Hat er mir schon mal gemacht. Wo ich extra in den Channel gegangen bin, wo er eigentlich nicht stören sollte. Wo er mal gesagt hat, da geht er nicht rein, um zu stören, hat er mal versprochen. Da hat er mich früher nicht reingekonnt. Da habe ich nämlich extra eine Schwerkeit drauf gemacht. Aber ja. Ihr seht, er kommt jetzt doch wieder rein. ETHGG. So. Der Stunt vom Enigma wurde ein bisschen rescaled von 0,25 auf 0,4, von 0,5 auf 0,6, von 0,75 auf 0,8 und von 1 auf 1. Also Level 4 bleibt wieder gleich. Der Cooldown wurde rescaled, hat jetzt. Ja. Ist tatsächlich der Cooldown ist dafür ein bisschen höher. Vorher immer 15, jetzt fängt es bei 18 an und skaliert auf 15 runter. Und die Mana-Kosten, das ist tatsächlich jetzt interessant. Auf Level 1 runter, auf Level 2 auch tatsächlich immer um 10 runter und auf Level 4 ist es genau das gleiche. Naja. Nehmen wir mal so hin. Ne? Also ist auch so eine kleine Erinnerung, vor allem die Stun-Duration ist ganz interessant. Da würde ich tatsächlich auch den Cooldown. Ja, bei der Cooldown tut auch ein bisschen weh, weil du teilweise zweimal rausbekommen hast, in seltenen Fällen, wenn doch ein bisschen länger gechased werden musste. Ja, ist okay. Ist okay. Ich glaube, das hat den Enigma ganz gut getan. Der Hero wird halt wegen der Black Hole gespielt. Ja, auch teilweise wegen ein bisschen der Lane-Stärke, wenn er halt auch was hinein kann. Ist das ja schön, wenn du mit Enigma zum Beispiel die beiden Spots blocken kannst und dann immer den Rage Creep rausnimmst. Ne? Also, zum Beispiel Tribe spielt er ganz gerne mal Enigma. Könnte auch sein, dass man den mal wieder öfter sieht. Also, ich fände ihn tatsächlich ziemlich legit. Du musst da auch nicht immer auf Blackout spielen, du kannst da immer noch so eine Support-Build machen, was du auch machst, wenn du zum Beispiel gegen Silencer spielst. Und dann sagst du, okay, ich krieg die Blackout eh nicht durch, ich spiele lieber auf Mac und auf Pipe. Wollte ich nur mal gesagt haben. Aber schauen wir weiter, Kodos. 4 Cooldown Increased von 140 auf 140. Ja, das ist natürlich schön, ne? Increased von 140 auf 140, von 125 auf 130 und von 110 auf 120. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, auch so ein Offlane-Void spielst, der eher nur für die Chrono da ist, also wo ja früher mal diese, oder eigentlich bis gestern oder bis heute doch die Build gab mit Dominator, mal schauen, ob sich das ändert. Und dann mal gucken, dann Initiation-Item, vielleicht sogar eine Shadowblade hinterhergezogen, dann hast du es halt jetzt im Late-Game ein bisschen schwieriger, wegen den 10 Sekunden plus. Was dir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr verlockt, quasi in Aga zu ziehen. Was du aber auf Offlane ganz gerne gemacht hast, aber auf Safelane doch schwieriger hast. Er ist so eine Sache, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Hero noch so einen kleinen Nerf gebraucht hat. Ich fand ihn halt sowieso nicht meta-passend, ne? Weil Dota war nicht zu schnell für einen Void. Der im Early Game eigentlich nur Chrono setzt, der aber keinen Schaden raushaut. Hat jetzt auch kein Nuking-Spell. Ah, gut. Könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr davon haltet.
Was? Ja, nice Puckel. Nice Puckel. Hast du auf jeden Fall eine sehr gute Idee angebracht. So, Invoke, Mana-Kosten wurden reduziert. Ja, bei Invoke ist es auch ein bisschen so meta-abhängig, ob er jetzt gespielt wird oder nicht. Also der Hero möchte auch erstmal so eine Midas haben, Beauties haben, Acker haben, vielleicht noch einen Blinkdagger und dann möchte er eigentlich erst drei, das dauert halt so lang. Es gab ja mal die Ersatzbild, ein bisschen mit Rums statt Midas, das halt eher fein gegangen ist, auch mit Power-Tretern, das fand ich sehr interessant. Es gab ja sogar mal den Ansatz mit Meme-Hammer, wenn ihr euch erinnert. Aber das war nur so ein kurzes Vergnügen. Ich glaube, vielleicht wäre auch hier mal ein dominierter Bild ganz interessant gewesen. Also mit Dominator Creep, mit Forge Spirit, hätte man auch ein bisschen von der Aura profitieren können. Wäre vielleicht möglich gewesen. Ne? Wobei, übrigens nochmal zum Thema Dominator, wenn wir es vorhin mal besprochen hatten. Was mich wundert, dass du das nicht einfach weggemacht haben, dass du einen Cutter übernehmen darfst. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen können. Nur mal so als Gedanke reingeworfen, weil ich das auch bei den letzten Casts öfters mal gesagt habe. Aber ja, dafür gibt es jetzt 200 Gold für Dominator Creep, ne? Tether can now target spell immune allies, das ist schon mal sehr schön für den guten IO. Tether cast point change von 0,001 zu 0. Ja, das macht auf jeden Fall den Riesenunterschied. Und Tether no longer. Oh, das ist tatsächlich krass. Ja. Die Spirits machen jetzt 80, also 20, 40, 60, 80 Movement Speed Slow und Impact von 0,3 Sekunden. Das ist eigentlich ganz cool, weil du jetzt Mike holen musst. Wir haben jetzt zwei feste Punkte, wo es hingeht. Einmal 700, einmal 100. Also wird sich wahrscheinlich dann hin und her bewegt. Must just single press action. Ja, okay. Müsste ich mir mal in Demo mal anschauen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt kein IO-Spezialist bin. Also möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. So, nur ein Hotkey. Das ist eigentlich ganz interessant. Der Crypt Damage wurde erhöht von 8 auf 10, von 14 auf 18, von 20 auf 26, von 26 auf 34. Was auch das Creepen mal ein bisschen erleichtert. Die Spirit Mana Kosten waren von 150, naja, Volor ein bisschen reduziert, Level 4 genau das gleiche. Spirit, AOE wurde ein bisschen erhöht. Und der Explosionsschaden von der Renner auf 360, ist tatsächlich ziemlich krass. Also die Spirits sind richtig krass geworden. Richtig krass geworden. Ich glaube, IO würde ich wieder Angst haben. Also wenn ich mir so die Summe mal durchlese, ich würde ein bisschen Angst haben vor der Kugel. Schauen wir uns auch die Talents an. Und 400 Spirits Max Range zu 25% XP auf Level 10. Ne? Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr XP Gain bekommt. Auf Level 10 schon. Ne? Nicht irgendwie 15, das ist richtig, richtig nice. Ich weiß aber jetzt nicht, was es als Alternative gibt. Und dann gibt es minus 60 Sekunden Relocate Cooldown anstatt das Tether Stunt. Tether Stunt gab es ja vorher mal standardmäßig, wenn ihr euch ein bisschen zurückerinnert. Ist schon ein bisschen her. Sag ich, damals wurde so gern CK IO gespielt, weil da gab es ja mit Rift automatisch den Stunt und dann konntest du dort Follow-Ups dann machen. Aber ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein IO-Spezialist, da will ich jetzt auch nicht so viel sagen, nicht, dass ich was Falsches sage. Und das wäre auch wieder ein bisschen doof. Von daher mache ich jetzt mal weiter mit dem nächsten Hero. Sagt, ihr könnt euch ja immer gerne ein bisschen mit reinbringen. Wollen noch Palette was geschehen zum Void? Du musst immer schauen, dass du Damage in die Krone bekommst. Tinker, Invoker, Range, Right-Clicker etc. Ja, also die besten Heroes. Tinker ist halt nice, Invoker hast du auf jeden Fall recht. Tatsächlich wurde so häufig so gespielt, dass du Void plus Invoker gemacht hast, wenn die beiden halt doch ein bisschen Meta vertreten waren, weil du Sunstrike, Global-Fähigkeit. Tatsächlich Witchstock ist immer ganz nice, mit dass er den Ward nicht reinstellen in die Krone. Und was noch ganz cool ist, ist Phoenix zum Beispiel. Aber da hast du schon recht. Also er macht am Anfang halt keinen Schaden, er braucht halt die Kombination. Aber das ist öfters mal einfacher gesagt als getan. Besonders wenn er da fett fortspringt und die Leute erstmal reagieren müssen. Na, du musst ja schauen, dass der Schaden dann kommt und auch zeitig kommt, bevor die Krone wieder vorbei ist. Das ist manchmal nicht so perfekt. Ne? Aber es ist halt so eine Sache. Im Optimalfall macht er halt selber. Du musst auch später alleine den Schaden machen können. Das ist dann auch Core. Ne? Aber das ist schon recht. Könnte man mal wieder ein komplettes Lineup drauf aufbauen, was man ja früher öfters getan hat. Das stimmt schon. Ein bisschen nachlesen. Okay. Schauen wir da durch. Lightning Storm Mana Cost Increased von 75 auf 80, von 90 auf 100, von 105 auf 120, von 120 auf 140. Hast du ein bisschen auch, naja, tut dir in der Landing Phase weh, du hast ja 204 geskillt. Also du brauchst jetzt für Level 4 Lightning Storm 140 statt 120 und vor allem halt der Supporter tut's da arg weh.
Also wenn der Roman, der spielt ja immer gerne Lashhook-Support, der wird jetzt ein bisschen weinen, weil den Unterschied wird man merken. Und auf Core, wenn du, sagen wir mal, einen Bloodstone hättest, dann merkst du es vielleicht nicht unbedingt. Das ist, ja, hast du mal einen Spell weniger. Du merkst es vielleicht schlecht, ne? Aber das ist dann so, sag ich mal, so ein Einfluss, der ist an sich spürbar, aber du merkst es nicht direkt, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. So, Level 20er Talent von... Da freut sich der Martin, ne? Von 120 GPM auf 180 GPM auf Level 20. Ja, also tatsächlich ist der Lich doch im Late Game ein bisschen schwach. Also, wenn mal BKBs da sind, Forstuffs da sind, lustigerweise wurde Forstuff hart genervt. Aber ja, also, ja, Lich ist halt Lich. Der ist eigentlich für die Laning-Phase da, um sie zu gewinnen. Und mit 180 GPM kannst du nochmal Support-Items adden. Sei es jetzt Lotus Orb, ne, Pipe oder sonst irgendwas, Hex. Irgendwie sowas in der Richtung. Also, ist okay. Also ich glaube, das würde mir jetzt auch nicht wehtun. Ich hätte, weiß nicht, ob ich ihn nicht vielleicht sogar in der Landing-Phase mal nochmal genervt hätte, irgendwie mit den Creeps-Saugen, weil ich finde das so dumm. Und ich hätte es ganz weggemacht, Sacrifice. Ich hätte es wirklich ganz weggemacht. Das ist der Lich, der WC3 schon hatte, also der Original-Hero. Der hat tatsächlich lustigerweise, der hatte den Nova, Frost-Armor, Sacrifice, und dann hat er Death and Decay, glaube ich, hieß das Ultim WC3. Ne? Und irgendwie so. Also an sich einfach die drei Space übernommen für Dota und das Ulti geändert. Eta GG. Aber ja, ich finde es halt ein Hero, ich finde dumm. Ganz einfach. Ich finde dumm und auch nicht skill-lastig genug, dass er Dota drin ist. Ich mag das gar nicht. Also, ich habe ja manchmal Games, wo ich sage, okay, wenn ich spiele halt auf Party Queue, und dann siehst du halt wegen dir niedrigste Rang, vom Gegner pickt halt Lich und dann denke ich mir so, nice. Ne? Mit jedem anderen Supporter würde ich den hart outplayen, also offlane und den killen. Also der Lich pickt level ich halt nicht. Wobei es der Offlane eh schon hart genug hat. Ne? Wobei für Duel Offlane ist ja ganz cool, dass der Lich trotzdem stark ist. Ne? Dann kannst du vielleicht auch mal gegen drei Leute spielen, teilweise, wenn du die Spots blockst. Ist immer so ein Hin und Her, ne? Der kann doch auch, was halt, der kann auch, ja, der kann auf jeden Fall auch Moonshards, ne? Nicht Hyperstone, sondern Moonshards, ne? Doppelcast mit Pizza. Der konnte im WC3 mit seinem Ulti Gebäude zerstören. Death and Decay, glaube ich, hieß der ist. Irgendwie so. Also ich spiele momentan viel WC3. Also ich habe schon wieder über 100 Games gemacht. Ich habe auch schon Lich Level 6 gehabt, wobei ich jetzt wieder Yumen spiele. Also ich habe erst 100 Games oder so gewendet und jetzt spiele ich wieder Yumen. Weil es macht auch am meisten Spaß, ne? Ich hatte letztens einen Level 9 MK, der war sehr lustig. Aber ja. Unstatt dein Leibgewicht. Das ist sehr schön, meine Freunde. Aber guck mal weiter. So, der Like, wenn ihr übrigens seht, dauert das alles ein bisschen länger. Wir haben schon mal Patch-Talk gemacht, über 8 Stunden. Also so Perch für Arme quasi, hier der Hansi. Aber ja, so, Summonwolves, die HP wurden increased von 200 auf 230, von 240 auf 260, von 280 auf 290, von 320 auf 320. Also Level 1 bis 3 gebufft worden. Summonwolves Damage increased von 17 auf 26, von 28 auf 34, von 37 auf 42, von 46 auf 50. Das ist, glaube ich, okay. Also, ja, ich würde sogar sagen, ist okay. Wobei ist halt die Frage, wann du Wolves schon gemaxt hast. Ja, ich glaube, du spürst es schon. Dadurch, dass halt der Dominate jetzt auch ein bisschen genervt wurde, ist, glaube ich, okay. Weil es halt immer dieser Lycan ist halt dieser Pusher. Da kaufst du ja Dominator Necrobook. Und die Wölfe jetzt ein bisschen gebufft, denn der Dominator für ein bisschen genervt. Ich glaube, das wird sich da nicht vergeben. Das habe ich gerade. Wieso bin ich jetzt da hochgezoomt? HGY. Ah, gut. Eigentlich wollte ich jetzt kurz mal schauen, wer mir da ins Ding geschrieben hat. Das ist immer das, wenn mich in Steam mit anschreibt, mich zu irgendwas invitet. Und ja, der wollte mich quasi für irgendeinen Dota-Wettbewerb gewinnen. Morgen bis Dienstag, ja, dann mache ich aber Epicenter. So, was der aber nicht wusste, ne? Denkt man die Leaden. So ein Schuft. So, Mirana, lieb. Sag ich, Portam ist einer meiner Lieblingsheroes und ich finde den leider momentan viel zu schwach. Und es wird auch wahrscheinlich nicht das gebufft, was ich gern gehabt hätte. Nämlich die Base-Damage oder die Attack-Animation, dass er irgendwie der Pfeil schneller fliegt. Aber ich finde sie im 1-on-1 sehr schwach, weil es Last Hit doch ein bisschen sie sich schwer tut. So, Leap-Speed-Buff-Duration von 2 auf 2,5, das ist schon mal sehr schön. Na, das heißt, es gibt ja seit doch ein bisschen länger Zeit jetzt die Charges auf dem Leap. Liebe Attack-Speed, Rescaled von 40, 60, 80, 100. Das Ding ist, du hast eigentlich immer 2 Punkte in Leap reingesteckt, weil Level 1 Leap hat einfach die Restore-Time war zu lange. Ja.
Weiß nicht, ich glaube, man hätte mehr gebraucht. Sag ich ganz ehrlich. Das reicht mir nicht. Also Base Attack, 3, 4 Damage mehr. Und da könnte man mal drüber reden. Du hast halt die Möglichkeit, immer wieder eine Castle Bit zu machen. Auch Kaya-Item ist ja nicht mal schlecht für eine Potte. Hm? Weil du meistens einen Link jetzt auch gekauft hast, das auch momentan nicht mehr so gut reinpasst, finde ich. Also mal schauen. Also ich glaube, bei DRC, nee, von DRC war das sogar, haben wieder ein paar Teams das mal ausgepackt. Aber ja, Right-Click-Potte ist natürlich auch okay. Kannst du ja damit lieber Tech-Speed spielen. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass wir den unbedingt First Phase sehen werden, die gute Dame. Das ist tatsächlich nice wegen Moonlight Shadow, dass jetzt 15% Movement Speed Bonus gibt, wenn du Invis bist. Also nur wenn du Invis bist. Das heißt, wenn du jetzt gedustet wirst, verlierst du wahrscheinlich auch die 15%, oder? Müsste ja sein. Oder zählt das, wenn der. Es kann auch sein, dass das zählt, wenn der Buff drauf ist. Das wäre tatsächlich interessant, wie das gemacht wurde. Müsste ich mal testen. Ah, gut. Dann machen wir mal weiter. Könnt ihr selber mal ausprobieren. Kann sein, schreibt er. Dein Leibgericht ist Bettlab. Ja, meins auch. Weil ich war heute beim. Ja, ich war heute beim Händchenstand und hab mir heute Mittag Gelähnchen besorgt. Primus Spring Mana Kosten wurden reduziert von 130, 120, 110, 100 auf immer 100. Ich würde tatsächlich gerne mal wieder ein bisschen fairer Monkey King sehen. Also nicht, dass ich es jetzt nur nötig hätte, weil ich mag den hier eigentlich nicht so dolle. Also ich kann mich nur an die ersten Monkey Kings in Papp erinnern, das war immer sehr cancerisch. Aber ich glaube, so ein 4er Monkey King wäre doch mal schön. Also du hast auch einen eingebauten Gap Closer mit dem Jump. Na, du kannst auch, sag ich mal, wenn du 101 drücken möchtest, den Offlaner raus. Also wenn du Sommermutter spielst, irgendwie gegen, sagen wir mal, Pitlord, da kannst du doch passive First gehen und auf der Lane ganz gut drücken. Na, nur so als Beispiel. Also ich fände, den könnte man wieder ein bisschen als 4 auspacken. Es gibt noch verschiedene Talents auch. Ne? Ich glaube, der Sprung hat da so viele Talents bekommen. So, der Morphling, der jetzt momentan auch ein bisschen cancerisch ist, aber vom Ulti. Es wurde aber nicht das Ulti geändert, sondern Adaptive Strike Talent now has a free cast range buffer for the secondary targets. Okay. 10er Talent wurde von 300 Waveform Range zu 350 geändert und 25er Talent von Multishot Adaptive Strike to 3. Auf 25 war die Alternative auf jeden Fall Waveform Charges, was nochmal wichtig ist im Late Game, um auch zu escapen oder auch einfach reinzugehen. Also E-Bladen rein zu Wave und dann wieder rauszugehen, das war nicht immer so ein bisschen das Angesagte. Jetzt müssen wir mal schauen, was bei Level 10 die Alternative ist. Da bin ich mir jetzt ganz sicher. Ich bin quasi nicht Morphling sicher, meine Freunde. Eine Talent Tree. 18 Agi gibt's. Ah, Postmahlzeit. Ich glaube, die meisten Leute jetzt Agi genommen haben, deswegen haben sie das jetzt ein bisschen gebufft. Könntet ihr, es wär schön, wenn wir uns immer auf eine Änderung beschränken könnten, weil er redet schon über das nächste, wenn ich quasi noch beim Morphling bin. Reaper Scythe Respawn Time Penalty increased von 10, 20, 30 auf 5. Oh mein Gott. Wieso? Oh, wieso? Das ist so dumm. Ich habe gestern noch drüber gesprochen, oder vorgestern, als ich mit Martin gespielt habe, dass ich das Ulti einfach dumm finde. Ich finde das Ulti einfach dumm. Es ist so unglaublich dumm, dieses Ulti. Es sollte deleted werden und was Neues reingepackt, aber auch wenn das wahrscheinlich OP sein wird. Aber das ist. Ich stell dir mal vor, ihr werdet Level 3 deleted, ne? Aber Gott sei Dank wurde das mit dem Buyback mal weggemacht. Früher konntest du ja auch nicht buybacken dann, ne? Aber stell dir doch mal vor, das ist doch so unglaublich idiotisch. 45 Sekunden, bist du mal 145 Sekunden tot. Da kannst du aufs Klo gehen und erstmal ein Ei legen, ne? Ich finde das so dumm. Es soll ja aber Icefog, ich keine Ahnung, hat der wieder was geraucht. Also so ein paar Changes finde ich ganz cool, aber Forster, Blinkdagger und Nikolai finde ich schon mal ganz schrecklich. Also wenn die einmal, also wenn ihr mich im Pub trefft und Nico pickt, Instant Report. Egal, ob ihr trefft oder nicht, Instant Report. Vielleicht kann ich jetzt eigentlich kein Oberfroh mehr spielen, ne? Wieder GG. Afka-Kochen wird gebufft, ja, das auf jeden Fall. Kannst du jetzt kurz mal Wasserkocher anschmeißen, dir einen Tee kochen. So, Bloodlust von Ogre Magi. Was? On Safe Now grants you 30, 50, 70, 90 Attack Speed. Okay. Okay, das. Ja, EPI, jetzt pick ich jetzt Ogre Carry oder was?
Hä? Hey, also das muss ich nicht verstehen, wieso der das gemacht haben. Ist jetzt irgendwie für, sagen wir mal, ein bisschen den unteren Bereich, wo sowas spielst? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich finde das ein bisschen... Ah ja, gut. Machen wir mal bei Omni-Knight. Das heißt, ich müsste jetzt immer so ein bisschen bleiben, dass ihr quasi nicht mehr, ne, dass ihr euch quasi an den Zeitplan halten müsst. Früher ist dein Bane, ETA-GG. So, Base Armor reduced bei 1. Omni-Knight ist halt so die Lane-Stärke. Purification Cooldown increased. Das ist ein harter Nerf. Das ist ein harter Nerf, ne? Also erstens die Armor, weil das Problem ist, bei Omni-Knight, du hast quasi Hits getradet mit dem Gegner, hast dich selber hochgeheilt und hast gleichzeitig noch den Gegner gedamaged. Das klingt nicht nur ziemlich lächerlich, das ist auch ziemlich lächerlich gewesen, wenn er denn an Level gekommen ist. Und früher hattest du ja einen Cooldown von 11, 10, 9, 8. 11, 10, 9, 8, das hast du quasi auf Level 1, 14, dann 13, 12, 11. Also da haben sie richtig den Cooldown hoch und das war immer das Problem, dass sich teilweise gekillt hat. Den hatte es an dich rangelaufen, mit Facebooks vielleicht sogar, wenn er eine gute Lane hatte, hat Healbombed, hat dich gehittet, mit der Aura geslowt und dann nochmal drauf gehittet, um dich zu finishen. Na, und da war ja schon Level 3 oder Level 4 der Heal am Start. Und das ist jetzt nur mal schwieriger geworden, ne? Dass er wirklich auf der Lane killen kann. Und vor allem, also auf Level 4 ist es halt gleich, aber in der Lane-Phase ist es nochmal ein ordentlicher Nerf. Auch wenn er jetzt einmal defensiv weglaufen müsste, macht da das doch einen ordentlichen Unterschied auch aus, wenn du 3 Sekunden mehr drauf hast. Ne? Also vielleicht schaffen wir es langsam mal, dass der Omni-Knight aus dem Meta verschwindet. Besonders man müsste mal gucken, dass man auch alle Offlaner vielleicht bufft, weil die Offlane halt momentan einfach eine Pose für Leute ist, die halt keinen Spaß an Dota haben wollen. Ist halt so, weil Offlane ist halt einfach nicht gut momentan. Erstmal wieder, warte mal, da. Nicht, dass er da wieder spickt. So, OD. Fixed Arcane Orb not using mana if it misses on the target. Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber gut, wahrscheinlich gab es das schon irgendwie seit einem Jahr. Für die Scheiben dann immer fixed. Lustigerweise gab es mal den, so, dass die Clockwork Cox, die ging mal durch Match Community durch. Das heißt, du konntest Nikes, der damals Meta war, in Rage weggucken. Dann haben sie es nach irgendwie 2 Jahren geändert und haben hingeschrieben fixed anstatt geändert. Ja. Also, das war dann sehr lustig. So, Arcane Orb Mana Kosten increased von 100, 120, 140, 160 auf 110, 140, 170, 200. Das heißt, diese 1.1.3 bzw. 2.0.3 Bild wurde ein bisschen genervt. Ne? Also, der gab ja früher, war immer im Prismax und jetzt ist halt eher so die Orb-Bild gewesen, sag ich mal, mit 1.1.3 oder 2.0.3. Und es wurde halt genervt. Da kann es auch mal sein, dass du halt dann ordentlich oder dem mal das Mana ausgeht. Ne? Also, das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, da wird sich auch keiner drum beschweren. Ich glaube, das ist eine gute Änderung. So, jetzt kommt ein bisschen eine meiner Heroes, die ich sehr, sehr, sehr gerne spiele. Also, Rolling Thunder no longer gets cancelled when rooted or disabled. Oh, lalalala. Wow. Das ist richtig krass. Übrigens, Chrono ging schon immer nicht. Da war nämlich genau das, was jetzt auch bei Root oder Stun ist, dass er einfach auf der Stelle weiterrollt bei der Chrono. Ja, also, es war sehr komisch. Der Cooldown ist jetzt immer 70 Sekunden und skaliert nicht auf 60 Sekunden runter, aber das ist richtig krass, dass er im Root quasi nicht gecancelt wird. Das heißt, müsste er eigentlich auch bei. Da geht es dann auch bei Vibern Ulti, also bei Beastmasters Ulti müsste genau das gleiche sein. Wenn er gestunt wird, rollt er einfach weiter auf der Stelle. Das heißt aber auch, dass du ihn ganz, ganz schlecht klicken kannst, weil ja, wenn du ihn hitten möchtest, du auf Melee Range rangehst, dann wirst du auch gestunt vom AOE. Das ist richtig krass. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte an Icefox Stelle. Aber gut, Swash, Buckle, Mana-Kosten increase von 70, 80, 90, 100 auf 80, 90, 100, 110. Das wird vor allem den Roam ein bisschen wehtun, wobei ich sowieso kein Fan von 4K Pango war. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Und ja, ich glaube, die Offlane, ja. Richtig Kombination, also 100, ja, es kostet 10 Mana mehr auf Level 4, weil das ist halt auch Farmspeed, ne? Also umso öfter du queuen kannst und Shield Crushen kannst, umso mehr farmst du auch mit dem Hero. Shield Crush, Cooldown increased. Von 13 auf 17, oh, das ist tatsächlich auch erheblicher Nerf. Fixed G-Crush Counting Spell Immune Heroes. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst, dass es ein Bug war. Und das Zähler Talent wurde nochmal reduziert von dem Mana-Rack, was du übrigens eigentlich immer genommen hast. Alternativ gibt es 25 Movement Speed. Von 2 auf 1,5. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass halt Mana, also erstens der also Smash-Bug kostet jetzt 10 Mana mehr auf Level 4. G-Crush, na gut. Ja, das ist tatsächlich auch ein Unterschied, weil du das auch ein bisschen brauchst, bis du es ausgeskillt hast, weil du normal nicht perfekt levelst als Offlaner oder als Supporter. Also es macht schon einen deutlichen Unterschied. Also ein bisschen mehr Mana kostet bei Swashbuckle, ein bisschen mehr Shield Crush und dann noch ein bisschen weniger Mana Rack. Das wirst du merken bei Pango, was den Farmspeed angeht.
Ist also Enigma BGB Ulti einzige, was? Einzige Nerf-Ulti, die man mit einem Troll-Summoner canceln kann. Du meinst quasi ein Ulti, das Channel, das du canceln kannst. Mit einem Troll-Summoner. Also eigentlich, du meinst das quasi mit was Spell-Immunity pierst. Ja, du könntest auch Shadowfiend den Channel, also wenn du das mitzählen möchtest. So als Beispiel, da gibt's aber bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt vergesse. Ich bin gerade im Überlegen. Aber ja, müsste man mal durchgehen, die Heroes. Bin alt, ich weiß auch nicht mehr alles. So, wir sehen Pack, Level 20er Talent von 5 Sekunden Warning Rift Cooldown zu minus 8 Sekunden. Ich glaube, bei Level 20 war oder ist die Alternative der Orb Speed. Müsste sein, ne? Der ist auf Level 20 und den wirst du wahrscheinlich auch weiterhin nehmen. Wobei minus 8 Sekunden ist richtig krass. Weil ich würde es mir sogar überlegen. Das muss ich mal schnell nachschauen. Ich finde es richtig, richtig krass viel. Also, das würde ich mal nicht unterschätzen. Immer wenn ich Pack und Dota 2 google, kommt jetzt mal die deutsche Seite. Die deutsche Seite möchte ich nicht haben. Also, der Rift hat einen Cooldown momentan von 13 Sekunden. Minus, was gibt es da? Minus 8 haben wir gesagt. 13 minus 8, tatsächlich ist recht lange. Also, recht kurz. Du hast eine Duration von 3 Sekunden und einen Cooldown von 5 Sekunden. Das ist richtig heftiger Scheiß. Ja, kann man mal überlegen, ob man es sich nimmt. Also, würde mich tatsächlich nicht. Wieso ist das Scrollen so kaputt? Whatever, Freunde. Aber ich würde es mal langsam überlegen, ob man es nicht nehmen könnte. So. Machen wir weiter bei Patch. Patch Base Damage increased by 7. Das ist schon mal recht interessant. Dafür wurde der Rot Slow reduziert von 17 auf 11. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 22 auf 18, 27 auf 25 und 32 auf 32. Also Base Damage ist ja ganz nice. Dass er vielleicht doch mal ein bisschen, sag ich mal, mehr als 4er gespielt werden könnte. Das hat mit Patch Carry gar nichts zu tun. Doppel-KS für Pizza, das ist eher so. Ja, Patch hat er durch die durch die niedrige Armor doch und ja, auch weil er sich halt selber damaged auch beim Rotten. Also er ist jetzt nicht so der klassische Vierer, der mal einen Offlaner rausdückt oder der dir ein bisschen auf der Duel Offlane helfen kann. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, da helfen dir halt die 7 Schaden. Dafür gibt's halt weniger Slow, was halt das Killpotenzial in den Early Game nochmal ordentlich reduziert. Also es kann auch mal sein, dass da jemand wegkommt. Wenn er ein bisschen schneller ist, wenn er irgendwie schon Face Boots hat oder schon Boots hat und eine Windlace und der Patch irgendwie nicht so richtig, dann macht das einen großen Unterschied. Und ja. Da würde ich ja ein bisschen drauf schauen. Also die 7 Schaden helfen mal, ihn halt wirklich als Vierer zu spielen. Aber dafür gibt es halt nochmal ordentlich einen Nerf, was den Rotzlow angeht. Wie viel Base Damage hat er denn jetzt? Vielleicht wisst ihr es auswendig. Ich mache auf jeden Fall mal weiter mit Puck, ne? Der Base Armor increased by 1 und das 15. Talent ist Nether Ward Health von plus 2 zu 3. Ich glaube, das hast du aber nicht genommen. Denk mal nachgeschaut für euch. Ich glaube, da war es alternativ was richtig cooles. Haben wir gesagt, Level 15. Ach, da gibt's Nether Blast Cooldown. Das Ding ist, wenn der Ward nicht attacked wird, bringt euch das Talent gar nichts. Auf der anderen Seite, das wird immer Nutzen von, ne? Von minus 1 Sekunde. Aber mal schauen, vielleicht wird's ein bisschen genommen. Die Armor tut auf jeden Fall ganz gut. Ist ja ein sehr squishy Carry. Oder, naja, was ist nicht Carry, aber Mitte Carry. Je nachdem, wie er gespielt wird. So, die Crop of Pain. Da haben wir Sonic Wave Damage increased von 290 auf 320. Das ist tatsächlich ein ordentlicher Buff auf Level 1. Von 380 auf 410 und von 470 auf 500. Also jedes Level macht quasi 30 mehr. Das ist richtig nice. Und das Scepter Damage wurde auch increased von 325 auf 370, von 440 auf 480 und von 555 zu 590. Finde ich okay. Also ich glaube, Quop war halt früher so der Hero, wo du gesagt hast, du pick ihn einfach, der passt schon rein. Das wurde ein bisschen geändert, wurde auch hier und da mal genervt, da ein bisschen Base Damage zum Beispiel verloren. Ja, also man könnte es wieder ein bisschen häufiger sehen, glaube ich, die Dame. Ist ja doch einer der traditionellen Mitte-Heroes. Ist jetzt auch die schwach unbedingt, kann auch gute, machen wir so Heroes ein bisschen punishen. Finde ich okay, kann man spielen. Ich meine, es ist nicht so, dass wir den Hero nicht gesehen haben, aber es hilft halt nochmal. Auch so, sagen wir mal, ein bisschen das Killpotenzial, wenn du mal mit Level 6 einen Solo-Kill machen willst, zum Beispiel, wird ein bisschen erhöht. Ist auch Pure Damage. Klingt jetzt nach nicht so viel, 30 Schaden, macht aber einen Unterschied. Kann ich wirklich so sagen. So. Das Riki-Ulti wird geändert, dass er so lächerlich OP ist. Ich hoffe mal ordentlich. Okay, das hittet jetzt nicht mehr so schnell. Das war aber auch lächerlich schnell. Also Level 3 Ulti ist jetzt so schnell wie das Level 1 Ulti vorher. Ne? Von 0,5 auf 0,6. Von 0,45 auf 0,55 und von 0,4 auf 0,5. Da hoffen wir mal, dass die Pub-Win-Rate mal unter, was waren das, 58% rutscht. Also wer es jetzt nicht so Dota spielt, ich kann euch kurz sagen, wie das quasi abgelaufen ist.
Du hast einfach Geeky gespielt, dann hast du dir irgendwie, sag mal, Facebook Saquela gekauft vielleicht oder irgendwas vorher und dann kaufst du dir Diffo und Basher und dann hast du eigentlich die gegnerischen Carry solo gekillt. War sehr lächerlich. Also, der weiß ja, was der Altfuchs sich da wieder einfallen hat lassen. Ich glaube, das könnte immer noch ein bisschen zu stark sein. Ich glaube, das wird sogar nochmal genervt. So, die Telekinesis Lift Duration wurde rescaled von 1,5 auf 1,1, 1,75 auf 1,5, 2 auf 1,9 und 2,25 auf 2,3. So, du hast ja da mal den Fall gehabt, dass der Cooldown schon genervt wurde, also skaliert jetzt auch runter, was ja vorher auch nicht der Fall war. Und das Problem dabei ist, du musstest jetzt eigentlich wieder so ein 4-4-0 machen, du möchtest aber eigentlich die Aura haben, weil es das halt umswitchen kannst, um mehr Schaden zu machen. Und ich glaube, der Hero, der wurde, also der war früher, es war der alles mal besser. Also Lift war besser, Fadeboard war besser. Gut, die Aura jetzt nicht unbedingt, na, die war nämlich schlechter, aber Ulti war halt auch cooler. Dann hat der Hero 10 Movement Speed mehr gehabt. Ich weiß, vielleicht hat er sogar mal mehr Schaden oder mehr AP gehabt, bin mir nicht sicher, aber. Also langsam mal Icefog den Hero ein bisschen Ruhe lassen, weil der ist nämlich auch sehr skilllastig. Also ich weiß, das ist eher so mein klar Pro-Gamer, die spielen dann halt sehr gut, aber ich glaube, im Pub hat er jetzt auch nicht die beste Winrate. Also der wird halt jetzt noch ein bisschen runtergehen. Aber Pro-Gamer ist halt dann was anderes, weil die können den Hero halt sehr gut spielen. Aber für die breite Masse ist halt jetzt da nicht mehr so attraktiv. Mir war alles besser, du hörst dich an, als wärst du alt. Wie alt bist du nochmal? 37, ne? Ne, oder 38? Habe ich wieder dein Alter vergessen, Doppelkäse mit Pizza. So, Caustic Final no longer triggers when a unit is denied. Das ist auch recht interessant. Das heißt, du hast jetzt bessere Möglichkeiten, in One-on-One gegen Sanking zu spielen. Sei es jetzt, sagen wir mal als Beispiel, du bist irgendwie so ein Chuckernaut, ne? Also dann löst die Passive nicht mehr aus, wenn du in die Krypt noch denied bekommst. Musst da drauf spekulieren. Was auch heißt, dass du dir auf Sanking wahrscheinlich eher eine Quelling Black kaufen willst, einfach nur um das hinzubekommen, dass da auch der Last Hit passiert. Ansonsten ist es ein ordentlicher Nerf für die Laning Stage. Das ist ein ordentlicher Nerf. Also wenn du nicht so dolle gut dabei bist, dich ja ganz in der Lane hältst, kriegst du da bestimmt in der Lane mal ein, zwei Caustic Final weniger durch. Und du kriegst da eh meistens nur so hin, dass du ein paar anhittest und dann sagst, okay, der Gegner wird ein bisschen gezoned, kurz bevor sie platzt, dann hol ich mir ein, zwei Last Hits. Aber jetzt bleib ich einfach drin stehen. Die Knight, die creeps, nimmt dann trotzdem keinen Schaden und ja, das war's eigentlich. Ne? Da lacht er sich ins Fäustchen. Ah gut, schauen wir weiter. Shadow Demon. Der Stärke Gain Increase von 2,2 auf 2,4. Ich glaube, der Hero hat man ja mal noch in, ja, sagen wir mal, in Luna zum Beispiel in Kombination gesehen. Das wurde, ja. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, man könnte den Hero schon wieder ein bisschen spielen. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen als Counter, manchmal gegen die Anti-Mage oder so. Man hat es ja frühest mal als Counter zu Nyx gespielt, weil das Ulti ja auch BKB pierced, den Slow. Das war aber so eine ganz, ganz krasse Nyx-Meta-Zeit vor ungefähr 5 Jahren. Schon ein bisschen her. Ah, wer hat dann so ein richtiger, schöner Three-Lane-Supporter, wo du sagst, okay, du hast jetzt noch einen Combo-Hero dazu, irgendwie eine Lina, Lashwreck hat man ja frühest gerne mal gespielt. Kann natürlich auch was anderes sein, so Kunkka zum Beispiel auch. Ja. Aber wenn jetzt halt, sagst du, spielst halt nur eine Dual-Lane unten und spielst eine Dual-Off-Lane und dann ist der Vierer halt nicht mehr dabei zum Combo, dann ist das ein bisschen doof. Also vielleicht kommt er mal wieder ein bisschen, aber ich finde, da müsste man den Spielstil sogar anpassen. Oder spielst halt eine Akko-Three-Lane, da würde es eigentlich passen. Dann stellst du auf die Solo-Safe-Lane irgendwie so einen Zilla-Bear oder eine Viper. Gut, eigentlich Zilla-Bear, Viper bitte nicht. Und dann ist der halt fein. Und dann kannst du Three Lane spielen. Das ist ja mega, mega nice, einen Shadow Demon zu haben. Gab es ja sogar mal die Kombination aus Shadow Demon Potem, wenn ihr euch erinnert. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir sind bei der Schattenfreundin. Das 10er Talent redet was? Bei Lamp von 10 auf 8. Das ist schon mal ganz nice. Und Movement Speed von 40 auf 35. Wobei, also die Movement Speed, die finde ich immer noch so krass. Da hätte ich eher so 30 und eher 25. Naja, da 25 ein bisschen wenig. Aber 30 hätten mir da schon gereicht. Das ist halt das Problem mit dieser Mobilität. Ne? Also du kaufst da entweder ein New Scepter und dann. Oder du kaufst halt eine SOI und dann bist du halt richtig, richtig schnell zusammen mit dem Talent. Aber das fand ich immer sehr merkwürdig, die gute Dame dann auch mal zu catchen. Aber ja. Also ich glaube, das reicht auch nicht unbedingt. Auch wenn es im Programm jetzt nicht so sehr gespielt wurde, aber im Pub ist halt immer noch vertreten. Und ich finde die auch, zum Beispiel, ja, es wird schon mal die Seen ein bisschen genervt, ne, dass du nicht mehr so viel haben kannst auf Low Level. Aber weißt du, ich finde den. Man muss ja gucken, dass der Programm jetzt nicht komplett tot ist, ne? Ja, es ist schwierig teilweise. Weil ja dem Programm auch reingegankt wird in der Shadowfiend, dass du den in Pubgame jetzt nicht unbedingt hast und sammelt sie halt ihr Seelen und lacht sie ins Fäustchen und dann schreien die Leute immer, wie kannst du denn eine Shadowfiend verlieren? Und dann sage ich so, ja Freunde, ihr gankt die ja nicht, die hat ja max Seelen, die macht 120 Schaden und ich mach 70. Und ja, die so, ja, du bist ein Pleb, bist du Hansi. Da weine ich immer. So, Shadow Shame fixt Ida Shock. Das habe ich, also das ist eigentlich nur ein Bugfix, dass quasi irgendwie das nicht richtig gescaled hat. Gibt da viel zu sagen. Wusste ich zum Beispiel jetzt auch noch gar nicht. Wusste ich wirklich nicht. Also, ich habe es nicht gemerkt. Also, ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar Shadow Shame-Spiele unter euch, die es gemerkt haben. Ich habe es nicht gemerkt.
So, schauen wir da rein. Glaives, also der Orb wurde, ja, ist tatsächlich ein ordentlicher Buff. Man hat ja gerne mal Orb First geskillt, einfach nur um den Offlane wegzudrücken. Zieht er damit auch keinen Akku, was immer ganz nice ist. Global Silence. Die Silence Duration wurde increased von 4 auf 4,5, von 5 auf 5,25 und von 6 auf 6. Ja, ist auch nochmal okay. Du pickst halt Silence meistens so ein bisschen als Counter. Da sagst du, okay, du machst den Wombo-Kombo kaputt. Zum Beispiel auch den Naga-Kombo kannst du kaputt machen. Kannst auch eine Chrono zum Beispiel ein bisschen kaputt machen, wenn du wirklich so einen Offlane-Void hast, der selber keinen Schaden macht und hast irgendwie so einen Invoker oder einen Phoenix und dann machst du halt Silence an und dann können sie ja keine Spell-Kombos da anbringen. Also, ja. Na, tatsächlich gegen Phoenix ist er der beste Counter-Silencer, weil er den Dive nicht stoppen kann, wenn du den dritten drauf castest. Ne? Aber gut. So, die Talents wurden nochmal von 90 auf 120 GPM geändert. Ich hab da halt früher doch mal, ganz am Anfang, hat er doch 60 GPM auf 10 bekommen. Oder waren das irgendwie so, oder waren, ich glaube, oder waren das sogar auf Level 15 mal 60 GPM? Auf jeden Fall gibt es 120 auf 15. Und das tut den Hue sehr gut. Also das tut wirklich sehr gut. Ist auch ein, glaube ich, Hue, der müsste im Pub eine recht hohe Winrate sogar haben. Also war früher auf jeden Fall so. Ist halt sehr lane stark. Kannst auf jeden Fall, du hast da keinen Stun. Das ist so ein bisschen die einzige Schwäche. Du musst auch schon, dass der Safe Lane dann Stun hat, aber dann passt es eigentlich. Soll den Offlane auch gut drücken können, vor allem mit den neuen Orb-Bonus. Das macht halt ein paar Schaden mehr, aber das macht schon einen Unterschied. So, die Pace HP-Rack vom Slark wurde increased von 2,75 auf 3,25. Das ist irgendwie super krass viel. Und Shadow Dance Movement Speed Bonus increased von 30, 35, 40% auf 30, 40, 50. Also, da wären wir. Oh Gott. Ich bin gerade so aufgefallen, ich möchte das eigentlich gar nicht haben. Weil Slark ist ja, wenn der wieder Meta wird, ist das der größte Pub-Cancer-Hero nach. Platziger vielleicht oder Nekolai. Also zu ihrem Meta-Zeit. Boah. Das Lag-Meta war immer unangenehm für die Supporter zu spielen. Und ich möchte es auch nicht wieder haben. Aber es könnte durchaus passieren, dass mir jetzt wieder ein paar Leute drauf auf die Idee kommen. So, Spectre. Spectre, Dagger, Mana-Kosten, Rescale von 130 auf 100, 140 auf 120, 150 auf 140 und 160 auf 160. Und Haunt Illusion Damage increased von 40 auf 40, 50, 60%. Hat ihr dafür nicht ein Talent sogar noch? Wollt ihr schon mal Spectre falsch geschrieben? Ich gerade. Ich glaube, hat die da nicht ein Talent für? Ich könnte schwören. Oh, die hat 40% Horned Illusion Damage auf 25. Das heißt, die Illu macht dann auf Level 3 Ulti plus 25er Talent 100% Schaden. Ja, da freust du dich als Supporter. Also ich hätte eher gedacht, dass die gute Dame vielleicht ein bisschen eher Early Game gebufft wird. Dass du sie vielleicht wieder spielen kannst. Und jetzt wurde es aber so gemacht, dass sie in Late Game einfach so unglaublich krass OP ist. Also die war eh schon mit der beste Late Game Carry. Aber wenn du die jetzt mal wieder durchkickst, kannst du dann im Late Game Eta GG schreiben dagegen. Also die Supporter werden halt einfach nur sterben. Oder nicht, vielleicht nicht ganz, aber die sind dann so low, dass sie eigentlich schon aus dem Teamfight raus wollen und die Kosten sagen, naja, bleibt jetzt da, ne? Nur Pussy out und so. Na gut, die Mana-Kosten wurden halt reduziert auf dem Decker. Das tut ihr in der Fall schon ein bisschen gut. Aber, also 25 möchte ich die nie wieder fighten. Scheiß die Mann dann. Aber wirklich nie wieder fighten. So, Nether Strike, Knockback, now push the enemy twice the distance. Greater Bash Movement Speed Bonus increased von 15-17%. Muss mal kurz überlegen. Der Nether Strike ist doch das Ulti, ne? Das heißt, tatsächlich, stell dir mal, du läufst quasi auf den Gegner drauf und du schubst ihn ja immer ein bisschen nach hinten. Du schubst ihn aber die doppelte Distanz, das heißt, du schubst ihn mehr zum eigenen Team rein. In vielen Fällen. Ich muss jetzt nicht in jedem Fall sein, aber in vielen Fällen. Das ist schon mal ganz nice, um ehrlich zu sein und hat noch ein bisschen mehr Schaden auf dem Bash. Ich glaube, der Hero braucht auch ganz, ganz wenige Änderungen, weil ich glaube, der ist fein. Der ist auch jetzt wieder so ein bisschen Noob-Hero, weil er einfach zu tanky ist. Und er wird auch ganz, ganz selten in der Landing-Phase bestraft, weil er einfach so eine richtig tanky Sau, eigentlich eine Kuh. Aufpassen. Du Rindfisch, du Blitz! Ja, also, ne, ein alles Bildbreaker-Picker. Also, das ist auch nicht so mein Lieblingshero, weil er sehr nicht skill-lastig ist, also unskill-lastig und du dir zu viel erlauben darfst. Also, quasi so ein bisschen die Missplays nicht so wirklich bestraft werden durch die Tankiness. Aber ja, wurde ein bisschen gebufft. Wenn du den Spieldbreaker, wenn du den Gegner weiter wegschubst, naja, du schubst ihn halt weiter, sag ich mal, teilweise zum deinen Mates hin. Also erstens, du chargst ihn ja an und dann hittest du. Oder beziehungsweise du ultst ja danach.
Also, ja, ich sehe schon, dass so einen kleinen Buffern. Müsste man mal testen, wie weit das wirklich ist. Also, ich habe das nicht richtig im Kopf drin, ob das jetzt so einen Unterschied macht oder nicht. Ah, gut, machen wir weiter bei Storm Spirit. Level 15 hat Talent Increase von 300 auf 400 AP. Ich glaube, der Hero, der. Ja. Oh. Du gibst auch ein offensives Talent als Alternative, auch wenn ich es gar nicht im Kopf habe. Ne, es müsste Remnant Damage sein, ne? Müsste die Alternative sein beim Storm Spirit. Oder hast du an sich immer die Remnant Damage genommen, weil es halt später viel Schaden macht, auch mit 25 in Kombination und du halt besser farmen konntest? Hast du diese deutsche Gamepedia-Seite, die sollten sie echt mal löschen. Die kommt immer zuerst bei Google. Ja, gibt 80 Remnant Damage dazu. Ich schreibe dann immer, also ich schreibe es dann immer rein und ich gucke gleichzeitig nach und dann sehe ich immer nicht, wer das reinschreibt. Hätte ich mir jetzt ungefähr 15 Sekunden meines Lebens gespart. Aber muss ich, der nächste Mal werde ich gar nicht mehr nachschauen, sondern werde ich einfach 10 Sekunden warten, dann macht das ihr quasi. So, Sven Cleave Distance increased von 570 auf 625, genauso wie die Battle Fury. Die Cleave End Radius increased von 330, von 300 auf 330, also wurde quasi der Cleave an die Battle Fury angepasst. Auch das ist so ein Hero, ich glaube, der braucht keine Buffs. Das Problem ist eher, dass du halt später viel gekitet wirst, dass du, wenn du die 10 Sekunden BKB nicht ordentlich verwertest, du ein riesen Problem hast. Da gibt es natürlich den Fall von Forster, von Ghost Scepter, von Glimmer Capes, von Schieß mich tot, Proteasy und noch andere viele Dinge mehr. Also der tut sich dann teilweise auch schwer, einen Fokus anzusetzen. Von daher, ich denke, ich weiß nicht, ob der nochmal so. Wenn er ein Meta, dann müsste er schon richtig, richtig krass stark sein, wenn er nochmal reinkommen sollte. Ich mag den Hero tatsächlich auch selber nicht. Ich finde so, ja. Aber wenn du später einen Quitter kaufst, bist halt so, hast du Luck, Kiste hat alles weg, hast du keinen Luck, dann, naja. Die Base HP reduziert von 3 auf 1,5, das ist schon mal eine sehr gute Änderung, was in der Laning-Phase ordentlich nervt und ihn auch beim Jungeln ordentlich nervt. Wenn er die Laning-Phase beendet hat und dann erstmal Jungle gehen möchte. Reflection Illusion now disappears, when the Reflection Slow Debuff is removed. Das ist auch eine gute Änderung. Und Sander Minimum HP Rescale von 25 auf 30, 35, 30, 25, also Low Level ist ein bisschen schwächer. Und die Cast Range wurde auch reduziert. Dann bin ich mal gespannt, ob das ausreicht, den Hero quasi so ein bisschen zu deleten. Ich hätte ja gerne gesehen, dass das 20er und das 25er Talent geändert wird, aber also zumindest das 25er ist halt lächerlich. Achso, ja, wenn du jetzt nicht das beste Lineup gegen den Terrorblade hast, tust du dich unglaublich schwer, das Game zu gewinnen. Der saugt das hier teilweise drei, viermal hoch. Und ja, das haben wir schon gesehen. Ich glaube, der Rekord war bis jetzt sechsmal in der Teamfight. Also es ist gut, aber ich glaube, vielleicht sogar an der falschen Stelle genervt. Also ich hätte einfach das 20er Talent, hätte ich jetzt vielleicht sogar irgendwie umgetauscht und hätte gesagt, halt statt nur noch 5 Sekunden, dann hätte ich halt irgendwie nur noch 20 gemacht oder so. Ja, aber ich weiß nicht. Whatever. So, der Timbersägenmann. Also, pass auf, du kriegst jetzt quasi, also was viele Leute nicht wissen, der Q von Timbersaw, wenn du Bäume dabei hast, dann macht er diesen Bonuseffekt, dass er dir quasi die Stats klaut. Und es wurde jetzt quasi, wenn da jetzt die nicht nur die Bonus-Stats, das wusste ich übrigens vorher noch gar nicht, und sondern auch die quasi, also nicht nur die Base-Stats, sondern auch die Bonus-Stats quasi mitgezählt. Dafür gibt es ein bisschen weniger Prozent, also von 15 auf 13%. Auch das ist jetzt nicht so die beste Änderung. Ich hätte gerne gute Talents gesehen auf dem Timbersaw. Vielleicht können wir die mal kurz durchgehen, weil die sind einfach nur scheiße. Und ja, ich muss da solche bösen Wörter benutzen, meine Freunde, weil die einfach nur scheiße sind. Also, pass mal auf, Freunde, ne? Wenn ich da kurz runtergehe, du hast 25% XP Gain oder 6% Spellamps. 6% Spellamps sind tatsächlich, ja, sind für Caster ganz gut. 25% XP Gain ist auch eigentlich ganz nice, wenn denn die anderen Talents ein bisschen besser wären. So, da hast du nämlich 5 Reactive Armor Stacks, was sich ganz oder nach cool anhört, ist das aber gar nicht, weil du musst erst mal die Max-Anzahl erreichen. Alternativ gibt es 100 Schaden, die du tatsächlich manchmal genommen hast. Wenn du ganz, ganz schlecht gefarmt warst, dann hast du da mit Mana nicht so viel farmen oder nicht so viel Mana benutzen kannst, nimmst du halt 100 Schaden. Da gibt es 10% Cooldown Reduction und 15 Stärke. Und dann gibt es 100, 1000, nee, 1400 Timber Chain Range oder halt 8% auf den Whirling Death da. Also das, nein, einfach nur nein. Also das 15er Talent ist nicht so nice. 20 geht vielleicht sogar teilweise noch. Wobei, da hätte ich vielleicht sogar lieber 15% Cooldown Reduction, da wäre ich zufrieden damit. Und Timber Chain Range brauchst du häufig auch gar nicht, die plus 1400. Das ist oftmals sogar ein Overkill, also du ziehst nicht immer Nutzen aus deinem Talent und die 8%, die kann er sich ehrlich gesagt auch an den Hut dran stecken. Dann gebe ich lieber auf 25 irgendwie 25 Stärke. Ich glaube, die gab es sogar vorher mal, ne? Irgendwie 20 oder 25. Und ein bisschen, ja, gut. Ein bisschen mehr Cooldown Reduction, wäre ich ja nicht ganz zufrieden.
Aber momentan gefällt mir der Talent Tree gar nicht. Ja, Pocket, da darfst du dich gerne beschweren. Aber ich finde, Terrorblade sollte dann langsam mal weg. So, Tree Gap Area Damage reduced from 100% zu 30, 40, 50, 60%. Das ist tatsächlich ein harter Dorf. Holy shit, ich glaube, der Tiny ist erstmal weg. Also, der ist jetzt erstmal weg, meine Freunde. Scheiß, die wandern. Also, haben sie den. Also, irgendwas hat der Eisfrog gegen den jetzt. Also, ich hätte ja gerne die Lane-Phase ein bisschen geschwächt gesehen. Das heißt, Tree Grab mit. Das ist ein bisschen hochskaliert von den Charges. Vielleicht so, sagen wir mal, bei 2, 3, 4, 5 oder irgendwie so 3, 4, 5, 6 vielleicht, dass er sogar am Schluss ein mehr hat. Dass er, sagen wir mal, die Lane-Phase ein bisschen geschwächt, dafür das Lake ein bisschen gestärkt worden wäre. Und das ist irgendwie so einfach nur RIP. Sei ganz ehrlich, das ist einfach nur RIP. Das ist einfach nur dumm genervt. Aber ideenlos und dumm genervt. Ich meine, was macht denn Late Game Tiny? Der macht so wenig. Also du bist wirklich Six-Loaded ohne Blinkdagger, ohne Shadowblade. Ja, weil da brauchst du halt wirklich Damage-Items. Find ich doof. Mag ich gar nicht. Ich hätte das Late Game gebufft gesehen gerne. Aber gut. Ich hätte auch gern gesehen, dass das Ulti wieder Movement Speed gibt. Weil du halt super davon abhängig bist, dir ein Movement Speed-Item zu kaufen. Also, du brauchst eigentlich schon irgendwie eine SNY, Manta oder zumindest Drums. Oder Drums macht das Ganze auch nicht unbedingt besser. Aber ja, Leech Seed Duration increased von 4,5 zu 5,21. Das heißt, da gibt es auch einen Puls mehr bei Leech Seed, was ja auch ein bisschen mehr Heal ist, ein bisschen mehr Schaden ist. Ist okay, ich glaube, den Hero könnte man auch wieder spielen. Also ich müsste der PPD mal wieder auspacken, ne? Ich glaube, so ein paar Picks gab es ja auch. Sag mal so vereinzelte, ne? So ganz, ganz vereinzelte Picks. Aber ja, also ich würde ihn gerne mal auf so ein bisschen Akku-Twillane sehen. Na, wenn er sich auch selber ein Sentry mitnimmt, dass er auch debroden kann, weil, naja, du müsstest halt schauen, ne, dass du halt nicht gesehen wirst. Irgendwie so eine 2-1-0-Bild auf eine Dual-Akku-Lane und dann ordentlich austeilen. Also das würde ich ganz gut finden. Ich glaube, man könnte den Hero auch wieder unterbringen. Ich habe mal wieder fast alles verpasst. Kannst du dir dann ab heute Abend auf YouTube anschauen? Auch wenn sich das eh nie jemand anschaut. Dürft übrigens auch gerne alle abonnieren. Werbung. So, Task, die Ice Shards, Duration reduced von 7 auf 4, 5, 6, 7. Das ist ein unglaublich harter Nerf für den Roaming-Task, was ja eigentlich nur gespielt wird momentan. Das heißt, du lässt die Gegner eher wieder frei. Das heißt, im Sommer schmilzt das Eis ein bisschen schneller. Na, vielleicht wird er in der Mitte dann wieder gebufft, man weiß es nicht. Snowball Speed reduced. Okay, also der Hero, den will er echt weghaben. Und Frozen Sigil gibt quasi keine Flying Vision mehr. Ground only now. Auch das ist unglaublich heftiger Scheiß. Also, den Task wollte er weghaben. Der wurde auch jetzt wieder zum Most Picked Fielder Supporter. Also, muss ich ehrlich gesagt sagen, das ist schon nahe am Tod. Aber mal schauen, ob er noch gespielt wird. Aber, also, vor allem der Ice Shard Nerf ist richtig, richtig krass. Der ist richtig, richtig krass. Müsste man auch schauen, ob das Snowball Speed. Das heißt, der Snowball rollt ja so und so lange. Also, müsstest theoretisch auch nicht mehr so weit kommen am Anfang, ne? Er ist richtig krass dann auf. Also vor allem die 7 auf 4 Sekunden auf Level 1. Du lässt die Heroes halt so schnell wieder frei dann. Ah, was denn? Vielleicht auch wieder ein bisschen. Man hätte auch, sagen wir mal, wieder ein bisschen die zweite Möglichkeit eröffnen können, vielleicht wieder ein bisschen mehr auf den Damage vielleicht hochzusetzen bei den Space. Ne? Weil die wurden ja mal alle so reduziert vor ein paar Jahren. Der macht ja keinen Schaden, der Hero. Aber er hat halt so mit den Eyeshards, besonders im Early Game, halt ein super Mittel, bevor der Forstelf rankommt. Wobei der indirekt gebufft wurde, weil Forstelf jetzt schlechter wurde, ne? So, schauen wir weiter zum Pitlord. Der war ja ein bisschen auch overpicked, sag ich mal. Firestorm, Overtime, Percentage, Base Damage, Longer Effects, Roshan, Ancients. Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Änderung, weil du bist mit Dominator Creep alleine Roshan gegangen. Also plus 1. Aber du konntest es auch alleine schaffen, weil Firestorm einfach so viel Schaden gemacht hat. Ancients habe ich tatsächlich jetzt noch nicht mal so gesehen, aber Roshan hat man deutlich gemerkt. Es ist okay. Also ich glaube, der Hero musste auch ein bisschen genervt werden, aber die Laning-Phase wurde es nicht unbedingt genervt vor ihm. Also er ist immer noch super tanky im Firestorm, die Aura, besonders im Vodabon halt eine wichtige Maschine. Darkwift-Banner-Kosten wurden ja von 75 auf 100, von 150 auf 200 und von 225 auf 300. Da musst du tatsächlich schauen, wie du dein Mana managst. Ist doch ein bisschen viel. Also sollte man auf jeden Fall Acht geben. Sonst 300 Mana auf dem Pitlord, das ist manchmal nicht so einfach, wenn du noch eine Pipe hast, wenn du schon Firestorm rausklatscht die ganze Zeit, dann vielleicht doch mal eine Mango mitnehmen, ne? Ist Brotzeit, eine Mango. So, aber langsam kommen wir wirklich zum Ende.
so ein kleines Patch wieder 2 Stunden rumgesprochen, ne? Thumbstone, Spawn-Intervall improved. Und also von den kleinen Zombies, schätze ich mal, 4,5 auf 4, von 4 auf 3,5, von 3,5 auf 3 und von 3 auf 2,5. Das ist tatsächlich ein ordentlicher Buff. Das ist halt so ein klassischer Hero wie, ich spiele die 4, ich gehe mit dir Duel Offlane und gewinne halt die Lane auch mal gegen 2 bis 3 Leute. Ja, also auch gegen eine schlechte Twilane kann man schon mal gewinnen. Also so Sanking plus Bandai, also waren schon immer ganz gute Lanes. Ne? Nur so als Beispiel, gibt natürlich nur andere. So, das 15er Talent increased 30 Decay Duration zu 50, das ist so unglaublich heftig viel. 20er Talent increased von 4 Thumbstone Attacks zu 6. Auch das ist ein ganz cooles Talent jetzt. Aber ich schätze mal, die Alternativen wurden häufiger genommen. Auch da werde ich jetzt mal wieder reinschauen für euch, Freunde. Weil normalerweise werden immer die Talents gebufft, die nicht genommen werden. Logischerweise, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Also auf 20 waren plus 30 Thumbstone Zombie Damage oder auf 25 war, oh, Gates, was? Da gab's Reincarnation. Ne, warte mal, 15 haben wir noch geschaut. 15 gibt's Decay Duration oder Thumbstone und Death. Ah, das war eigentlich auch ganz cool. Konntest dann 2 Stück haben. Das war dann für die ganz großen Feeder das perfekte Talent, weil dann sind sie einfach gestorben, haben noch einen zweiten Thumbstone. Oh, erstmal eine Pulle Bier. Nice try. So, Ursa Base Armor increased bei 2. Ob das reichen wird? Ursa ist das Problem. Er farmt sehr langsam und momentan ist es so, dass halt viele Heroes schnell farmen können. Vor allem, wenn du jetzt mal so Träume in der Battlefield hast oder so, die ja eh schon jetzt nicht langsam farmen, die auch schneller farmen würden als ein Ursa, die das dann einfach nochmal ein bisschen, sag ich mal, wie soll ich das sagen, so ein bisschen das, dieses Zeitfenster, wo der Ursa viel machen kann, einfach verringern. Ja, weil, wenn ihr zum Beispiel, ich als Beispiel, so, ich picke immer gerne Ursa oder habe immer früher gerne Ursa gespielt, spielst gegen Anti-Mage. So, dann hast du gesagt, okay, du ziehst halt dein Blinkdagger, ziehst vielleicht einen Desolator, das war der alte Desolator noch, oder eine Defo, auch das war die alte Defo noch. Und dann bist du halt ein bisschen handen gegangen und hast versucht, den Anti-Mage zu mördern, ne, bevor er irgendwie Mante hat. So, und wenn du das halt gut erreicht hast, ein bisschen Druck gemacht hast, hast du das Game halt auch carryen können gegen Anti-Mage. Aber wenn halt irgendwann mal deine Items da waren, vielleicht mit einem Butterfly, ne, dann hattest du doch dann doch ordentlich Probleme. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen die Schwachstelle. Also 4 plus 1 würde ich niemals spielen. Sag mal so, als Second Carry ist es vielleicht okay. Aber es ist wirklich sehr, sehr speziell. Und das ist teilweise sehr schwer zu spielen, wenn du hinten bist. Seit der alte Deso gemacht, gab es noch eine Armo mehr. Minus. Da gab es noch ein bisschen, also nicht ein bisschen besser. Also gut, schauen wir weiter. So, jetzt kommt Venomancer dran. Da sehen wir Poison Nummer Duration increased von 16 auf 18. Aber da gibt es auch noch mal ein Talent dafür für plus 6 Sekunden. Wenn ich mich nicht recht irre, der Hero wurde ja doch von ein paar Teams mal gerne gespielt, vor unter anderem Liquid. Ja, da gibt es plus 7 Sekunden Poison Nova Duration. Also könnt ihr dann 25 Sekunden halten, was natürlich auch den Schaden, ne, also den Overall Damage ordentlich erhöhen wird. Hätte ich ein bisschen Angst vor. Also das ist jetzt nochmal so ein Change, der macht das in der Landing Phase auch nichts, der macht das Late Game vielleicht nochmal ein bisschen besser. Muss ich mal ganz kurz was nachschauen. Ist Unspillable der Poison Nova? Also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel drauf machst und du machst BKB an, dann macht es ja in der Deutschen keinen Schaden, aber wenn es wirklich 25 Sekunden laufen sollte mit Talent, dann viel Spaß mit deiner 5 Sekunden BKB, ne? Also, naja. So, Grave Chill Duration reduced von 3,25 auf 3, 4,5 auf 4, 5,75 auf 5 und 7 auf 6. Ich glaube, das ist ganz okay. Der Hero wurde jetzt, ja, es gab so ein paar Teams, die ihn gerne genommen haben als mit der Hero. Ist okay. Ist okay. Weil wir es auch häufig jetzt gesehen haben, dass er die Mitte halt, also du verlierst an sich die Mitte mit Visage auf Level 6, ändert sich das Ganze. Da gab es ja diese Dominator und Medaillon-Bild. Wobei Dominator halt jetzt auch ein bisschen genervt wurde. Ne? Weil nun, ja. Ah, gut. Ich glaube, man wird den Hero immer noch sehen. Aber ja. So, wenn sie noch ein paar Mal buffen, dann hält das Ulti von Vene vielleicht das ganze Game. Also, wenn sie es nochmal buffen, dann könnte es auch das Game Ende sein. Ja, das stimmt. So, was gibt's denn noch so ein bisschen? Der Warlock, mein Kumpel hat immer Winlock gesagt, weil er meinte, damit gewinnt er mehr Internetpunkte. Da gab's Chaotic Offering Golem Health Increased von 1000 zu 1000, ja, von 1500 auf 2000 und von 2000 auf 3000. Das ist tatsächlich ein hammerharter Buff fürs Late Game, also mal 1000 AP mehr zu haben. Also, es gibt Supporter, die haben mal keine 1000 AP zu der Phase, ne?
Und er macht auch ein bisschen mehr Brandschaden, müsste das sein, ne? Immolation. Das ist tatsächlich ein ordentlicher Buff für Warlock. Also den möchte ich im Late Game nicht mehr gegen spielen. Also das haut richtig hart rein. Das haut richtig hart rein. Also vor allem Late Game halt nochmal gebufft worden. Die Lane Phase ist nicht unbedingt. Da fehlt dir, sag ich mal, Stun Slow, was ja immer so ein bisschen ungewünscht ist bei Supportern. Sie wollten ja zumindest einen Stun oder einen Slow haben in irgendeiner Weise. Da müsstest du quasi selber als Carry was haben und halt als Firko Supporter was haben, ne? Weil wird ja meistens als 5 gespielt. So, Viva, die AP-Rec wurde erhöht von 1,5 auf 2,5. Das macht die Landing-Phase nochmal ein bisschen stärker. Macht den auch im World of One vor allem stärker. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Hero bräuchte auch nicht viel. Ich glaube, der ist auch fein. Nur, dass du sehr langsam ins Game reinkommst. Da hätte ich vielleicht noch sowas geändert wie vielleicht sogar Cheminator Tackle Level 4, dass du ein bisschen weniger Cooldown hat, dass du die Farmspeed auch nochmal ein bisschen erhöhst. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich hätte es ein bisschen noch geändert. Mal schauen wir weiter. Aber vielleicht geht es halt sogar bei Viva noch weiter. Das Swarm Attack Damage. Von 14 auf 18, von 16 auf 20, von 18 auf 22, von 20 auf 24. Da ist es, wenn ihr wirklich Klinkensbild machen solltest, was ja immer ein bisschen doof ist im momentanen Meta, und du dann wirklich super langsam in Gang reinkommst, dann skillst du ja den Swarm hoch, also nicht den Geminator Attack. Nee, war mal auch genau so. Weil du ja dann auch das Mana hast, das ordentlich durchzuspannen. Und wenn du jetzt, sag ich mal, so eine Power-Trader, Aquila, Tifo-Bild machen würdest, dann wirst du wahrscheinlich eher Geminator Attack maxen, weil du dann auch Mana-Break nimmst, ne, auf Level 10. Weil irgendwie das Scan mit XP macht. Haben wir auch in den letzten Tagen mal beides gesehen. Also kann man auch so und so skillen. Also zur Rothagen, zu Windrunner. Nicht Windranger, ne? Also wir werden uns da niemals anpassen, meine Freunde. Hashtag Rebell. Powershot Damage increased von 180 auf 180, von 260 auf 270, von 340 auf 360, von 420 auf 450. Ich glaube, das ist okay. Der Hero ist auch sehr gut. Das ist auch ein sehr, sag ich mal, ein sehr anfälliger Hero für auf einmal bin ich OP. Ja, also da sollte man ein bisschen aufschauen. Focus Fire Attack Speed Increase von 350 auf 400. Auch das ist eine sehr coole Änderung, weil früher gab es ja Max Attack Speed, aber das haben sie mal geändert. Das heißt, du kannst jetzt auch zum Beispiel Mjöln hier auskaufen. Früher gab es ja immer Maelstrom, da hast du Mjöln nicht ausgekauft, weil man gesagt hat, das lohnt sich einfach nicht, weil ich eh Max Attack Speed habe im Ulti. Das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Also du kannst immer noch Mjöln hier drauf kaufen. Musst halt immer, du kannst auch drüber über diese Stats drüber gehen mit der Maus, dann wird der Attack Speed angezeigt. Ich glaube, Max ist immer noch 600, ne? Upsa, Entschuldigung. Focus Fire now always fires on the targets unless you are attacking another target. Und es kann sein, ja, da gab es glaube ich manchmal so ein bisschen Bugs, wo ich mich auch gewundert habe, was die Windrunner jetzt macht. Es kann sein. Das, naja, doch, da gab es so ein paar Dinger. Das ist eigentlich ganz cool, die Änderung. Dass du dann nicht nochmal nach Maikun müsstest. Weil Dota sagt, okay, ich höre jetzt einfach mal auf. So, Vita's Curse Duration increase von 3,25 auf 4, von 4 auf 4,75. Und von 4,75 auf 5,5. Das ist tatsächlich super lange, besonders wenn du mal irgendwie so ein Lycan erwischt oder einen Supporter erwischt, der Lycan-Team hat oder so mal so ein Husker-Anti-Mage. Und da ist halt einfach das Solo-Kill-Potenzial, sag ich mal, nochmal erhöht worden. Ist natürlich jetzt auch nochmal länger disabled. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, es hat jemand eine 5-Sekunden-BKB, die kannst du komplett überbrücken, was ja auch teilweise lohnt, einfach das Ulti draufzuwerfen. Wird das Curse Attack Speed Bonus reduced vom 85 auf 55? Ah, spare mal, warte mal. Das. Nachschauen. Oh, ist schon das Ulti, ne? Ja. Ja, wird wahrscheinlich overall ungefähr das gleiche rauskommen. Weil tatsächlich ist der Länge des Elbe ganz nice. Du hast auch nochmal. Du hast sogar nochmal 1,5 Sekunden Bonus drauf auf 25, wobei 25 auf Supporter halt immer so eine fragwürdige Geschichte ist. So, Witch Doctor. Maledict, der ist ja doch ein bisschen der größte Damage-Faktor im Early Game war in den letzten Monaten, sag ich mal. Maledict holt dann den Quiz von 20 auf 50 Sekunden. Ja, leck mich doch am Arsch. Also von 50 auf, also von 20 immer auf 50, 40, 30, 20. Ich meine, du hast ja eh schon Maledict gemaxt, aber trotzdem 50 Sekunden auf Level 1. Also den wollten, der Hero, den wollten sie wirklich einen reinwürgen, ne? Ja. Also das wird wehtun in der Laying Stage, weil es war auch so ein Spell, den hast du gerne mal einfach auf die Gegner drauf gecastet und hast dir dann ein Hit-Duell mit ihm eingegangen. Dann ist er weggegangen von dir, weil er sagt, okay, Maledict tut doch ein bisschen weh. Oder hast du ihn halt gesoned damit, aber es geht halt nicht mehr.
Bei 50 Sekunden musst du dir auch überlegen, wo kaufst du es denn drauf? Ne? Und ich kann ja, also ich muss auch ready sein, falls wir eine Go wagen. Also kannst du nicht mal einfach so als Jux und Tollerei benutzen, sag ich mal. Ist doch ein ordentlicher Nerf. Also das ist schon heftig auf Level 1. Nämlich ein bisschen der Vakuum Level 1, aber gut. Also wie langsam liest du? Anscheinend sehr langsam. Martin, willst du denn gleich noch ein bisschen spielen oder nicht? Wellfire Blast, Mana Cost, we scaled vom 140 auf 95, 110, 125, 140. Ist tatsächlich ganz nice, weil wenn du einen Free Farm hast, musst du den Wellfire Blast auch nicht maxen. Es gibt so eine 1-1-4-Build mit Crit, wo du dann Skelette holst und auch natürlich dann ein bisschen gut mit farmst. Dafür wurde der Cooldown rescaled, dafür hat es ein bisschen länger Cooldown jetzt. Also, es kostet weniger Mana für Level 1, dafür hat es ein bisschen mehr Cooldown. Also musste ich entscheiden, will ich lieber den gegen Cooldown haben oder möchte ich den gegen den Mana-Kosten haben. Das ist ja momentan so ein bisschen der 1-1-4-Bild auch mal in Mode. Schauen wir uns noch die Talents an. Level 10 Talent Change vom 40 Wildfire DPS zu 1,5 Wildfire Blast Slow Duration Plus. Ich glaube, alternativ gab es irgendwas Cooles. Entweder gab es Attack Speed oder Schaden. Oder Skeleton King, das ist irgendwie blöd. Das kommt noch nicht mehr drauf. Da muss ich tatsächlich mal nachschauen. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf. Wo haben wir denn den guten Herren? Gibt's 20 Attack Speed. Also 20 Attack Speed ist halt auch Farmzeit oder Farmspeed, von daher wirst du das wahrscheinlich immer noch nehmen. Und jetzt sind wir tatsächlich beim letzten Hero angekommen, nach so ungefähr 2 Stunden. Da haben wir Zeus, über 15er Talent increased von plus 1% Static Field zu 1,5, was ganz cool ist. Nur, ich glaube, alternativ gibt's irgendwie 40 Movement Speed. Und da der Hero zum kriechen Arsch langsam ist, auch mit Wolke, also mit Arcana, wirst du dann wahrscheinlich trotzdem die Movement Speed präferieren, weil sonst ist es auch ein sehr einfaches Target. Ich guck kurz nochmal nach. Ja, 40 Movement Speed wäre da die Alternative. So. Ihr wollt Community Games machen? Ja, müsst ihr erstmal Leute haben, aber ich werde jetzt erstmal ganz kurz den Patch Talk quasi zu Ende führen. Also, meine Freunde, das war jetzt 7.14. Am 26.04., auch wenn da 24.04. steht, wollten sie. Da war ja jemand so stolz auf seine Arbeit, ne? Aber gut. Was mir so ein bisschen in Erinnerung bleibt, also Witch Doctor ist auf jeden Fall hart genervt worden. Force Death, Blink Dagger stört mich ein bisschen. Und ja, das sind so ein bisschen die Dinge, die mir halt bei mir hängen geblieben sind. Io könnte man wieder ein bisschen öfter sehen. Das würde ich mich drauf freuen, dass wir den wieder öfter sehen. Und überlege, ob es noch was ganz Spezielles gibt, wo ich mich wirklich richtig, richtig drüber freuen würde. Ah, Magic Bone und Mango ärgere ich mich tatsächlich auch ein bisschen drüber. Dominator finde ich ganz cool. Wie gesagt, Forster von Hurricanepike ziemlich bescheiden. Blinkdagger finde ich nicht so dolle. Mestrum finde ich interessant. Dann eher wieder als Farming-Item. Das könnte man öfter sehen. Und auch Abyssal Blade und Skullbasher finde ich ganz cool, die Änderung. Ob es jetzt reicht oder nicht, ist so eine Sache. Ich würde vielleicht sogar wieder lieber die alte Abyssal Blade sehen, ne, die auch viel Schaden gegen ihn hat. Dafür halt keine AP.